den Fahrrad mit weg woanders hingemacht. Wieso ist das weg? Ja. Nee, oder? Doch. Was? Schlösser sind geknackt. Echt? Ja. One thing. You know, I give you this thing, you are responsible of this thing. Okay. Ja. Ihr seht, da hinten kommt die Polizei. Mal sehen, ob es jetzt Ärger gibt. Stecken? Oh nein. Oh, sie sind stecken geblieben. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal und zur 23. Woche im Campervan. Wir sind immer noch in Spanien, sind langsam aber schon auf dem Rückweg am Mittelmeer. Und ja, ihr seht, wir sind immer noch unterwegs mit Luca und Freundin. Die stehen auch hier an der Promenade in oder bei Malaga, besser gesagt, da, wo wir schon einige Male standen und wo wir auch immer mal ein Pakete zum lieben David haben bringen lassen. Liebe Grüße an der Stelle. Und es gibt mal wieder eine Neuerung, die zeigen wir euch im Laufe des Videos. Die wird heute auch ordentlich zum Einsatz kommen, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Video. Wir hoffen, es wird euch gefallen und wir sind gespannt, was wir so erleben. Anna ist auch wieder mit dabei. Ihr seht, ja, ich stehe hier auf dem Fahrradweg, es geht leider nicht anders, aber eigentlich ist genug Platz, dass sie vorbeikommen, deswegen weiß ich, warum alle klingeln. Wir werden heute den wunderschönen Tag in Malaga verbringen, die Sonne ist sehr, sehr gut und ja, wir werden mit Fahrrädern reinfahren, so viel kann ich schon mal sagen. Anna hat sich Malaga schon zweimal angeguckt, ich habe nicht gedrückt, aber durch die Neuerung hier im Bus habe ich irgendwie doch wieder ein bisschen Motivation, ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Okay, viel Spaß beim Video. Wir werden jetzt erstmal gucken, was wir frühstücken, denn wir sind gerade erst aufgewacht. Wir haben hier unten geschlafen an der Promenade, da stellen wir mal nicht das Aufstelldach auf. Ja, dann haben das auch so gemacht. Wir haben trotz schwarzen Busses und heute knallender Sonne ziemlich lange geschlafen, bis um 10. Dann war es echt warm im Bus, obwohl wir ein bisschen die Fensterscheiben und hinten die Heckklappe angestellt hatten. Ich finde, um 10 ist okay für ein schwarzes Auto. Der weiße VW-Bus hinter uns war auch sehr warm. Also es macht schon was aus, aber nicht so viel, dass man das stark merkt. Also ich glaube, wir haben sogar länger geschlafen als die beiden hinter uns. So, wir haben den Heckklappenaufhalter, der dort unten drin sitzt, das erste Mal benutzt heute. Dadurch ist, wie der Name schon sagt, die Heckklappe halt ein bisschen offen, da soll ein bisschen Luft reinkommen. Wir werden aber nächstes Mal auf jeden Fall das Mückennetz hier einkrempeln, einrollen, sodass hier wirklich mehr Luft durchkommt, weil dadurch wird natürlich jeder kleine Windzug auch noch gebremst. Und das ist in warmen Nächten auf jeden Fall von Vorteil. Den machen wir jetzt erstmal raus, so. Und den packe ich auch einfach hier immer ganz einfach irgendwo hin, dass man da immer direkt rankommt. Übrigens fast vergessen, gestern hat Anna, wir haben gestern nicht gefilmt, einen Biskopfkuchen gemacht. Davon haben wir auch noch die Hälfte im Kühlschrank und der war richtig, richtig lecker. Also der sah nicht nur top aus, sondern hat auch richtig gut geschmeckt. War aber nicht zu süß, also es ist nicht so, dass das wie reine Biskopfcreme geschmeckt hat. Von daher war das echt ein richtig cooles Frühstück gestern. Hat mir gut geschmeckt. Und Anna hat noch was gezaubert. Und zwar hier vorne unterm Rückspiegel hängt jetzt ein Surfbrett aus Holz. Und das hat Anna einfach selber geschnitzt. Das gab es zu kaufen in El Palmar und ich dachte, als sie mir das gegeben hat hier, dass sie das gekauft hat. So geil hat sie das gemacht. Guckt euch das mal bitte an. Einfach geschnitzt selber und zusammengeklebt. Hier ein Stück Bambus drauf gemacht. Das sieht so krass aus. Und dann hier ein bisschen Makramee. Das hängt jetzt am Rückspiegel. Finde ich ganz cool da. Hast du richtig gut gemacht. Klatsche ein. Pam! Was hast du eigentlich hinter dir da? Oh, los, komm, wir gehen mal nach hinten. Wie schon angekündigt, haben wir noch eine weitere Neuerung. Und die ist nicht ganz so klein. Naja, wir haben ja nicht genug Zeug im Bus mit, ne? Aktuell. Es ist, tada, ein E-Bike und zwar ein faltbares, ein klappbares. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit für uns, noch ein Fahrrad mitzunehmen. Wir haben ja hinten den Heckträger, da ist ein Reserverad und die große Kiste drauf. Wir haben uns absichtlich nicht für einen Fahrradträger entschieden, den man da auch anschließen hätte können, weil uns das eben zu riskant war, mit nur 4 gleich großen Reifen oder Rädern loszufahren. Wenn wir doch mal einen Platten gehabt hätten, dann wäre der auf jeden Fall Gold wert gewesen, weil den kriegt man auch nicht so schnell. Deswegen haben wir uns gegen die Fahrräder entschieden, aber jetzt
haben wir endlich eins und es ist einfach ein Klapprad. Und wir haben es gerade probiert und wir sind sowas von happy, dass das hier oben auf die Matratze passt, hinter die Kopflehnen. Also es ist auch ladungsgesichert, es ist nicht so, dass es nach vorne fliegen könnte bei einem Aufprall. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil das ist nicht so ganz leicht. Ich glaube, das wiegt irgendwie 20 Kilo, was schon ein Brett ist. Aber wir haben es gestern schon ausprobiert, es fährt sich gut. Und wir werden es heute wieder ausprobieren. Wir werden heute nämlich eine Radtour machen. Wir werden noch 3 weitere Fahrräder ausleihen und dann, wie gesagt, nach Malaga reinfahren. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und jetzt würde ich sagen, holen wir das hier erstmal raus. Guck mal, man kann nur sogar die Pedale klappen, weil wenn man die Pedale nicht klappen könnte, zack, würde es nicht passen. Wir haben klar, wir haben da nur ein Fahrrad, aber alleine diese Mobilität mit einem Fahrrad, wir sind gestern auch schon zu zweit drauf gefahren, ja, ist schon Gold wert, einfach mal zum Bäcker morgens zu fahren, wenn man halt nicht so dicht wie hier steht an irgendwelchen Läden, ist schon cool. Okay, wir holen es mal raus und zeigen es euch. Oh je. So, zack. Warte. Zack. 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 Dann noch die Pedale und schon kann es losgehen. Achso, den Sattel, na klar, den lassen wir. Nee, 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 das ist der BMX-Modus. So, sieht vielleicht witzig aus, aber es fährt sich echt nicht schlecht. Warte, ich probier's mal aus kurz. Kameraanzeige, wir sind schon 5 Kilometer mitgefahren, krass. Wir haben nämlich gestern einen echt blöden Parkplatz gehabt, da ganz hinten. Und wir haben dann dort ganz hinten das Fahrrad abgeholt, bei den Bekannten, wie gesagt. Und wir sind froh, dass wir es abgeholt haben, weil ich habe dann alleine das Auto geholt, bin bis ganz an die Promenade gefahren. Wir sind nämlich 40 Minuten hingelaufen da. Das ist, hat sich gestern alleine schon gelohnt. So, dann kann man hier natürlich 3 Stufen einstellen, wie doll er unterstützen soll. Wir nehmen natürlich den High-Modus, damit wir am wenigsten machen müssen. Hey, ich find's cool. Das begleitet uns auf jeden Fall jetzt auf der Rückreise. Ich find's halt cool, dass man den Akku rausnehmen kann. Von mir aus kann man euch das mal kurz zeigen. Man muss nur hier einmal den Hebel ziehen, dann klappt man das so auf. Dann haben wir hier so einen Schlüssel. So, und dann nehmen wir einfach den kompletten Akku raus. Und dann kann man den im Bus aufladen. Wie gesagt, wir haben genug Strom, also warum nicht? So, zack. Der Akku ist halt auch echt schwer, was logisch ist. Ich denke, wenn man den Akku rausmacht, auch zum Verstauen und so, dann ist das nochmal deutlich einfacher. Ich habe es auf jeden Fall vermisst, Fahrrad zu fahren. Haben wir ewig nicht gemacht. Ja, ich auch. Ja. Aber heute wird mal eine Fahrradtour gemacht. Leihen wir uns mal aus. Ab zum Rental. Wir gucken mal, wie viel die kosten. Schnell, ein Bus! Hast du ein Wettrennen mit dem Bus gemacht? Hast du gewonnen? Ja. Ich würde sagen, ja, entweder nimmst du das hier oder das und Luca nimmt auf jeden Fall das hier. Blatter ist egal, das passt schon. Oder wir nehmen natürlich Gemeinschaftsfahrräder hier, das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, 10 Euro pro Tag für einen Citybike ist echt nicht schlecht, oder? Was sagst du? Super. Citybike oder willst du auch ein Fatbike? Nee, dann nehmen wir Bikes, oder? Ja, Citybikes, oder? 3 Stück? Ja, okay. Sehr gut. Okay, guck mal, die haben auch so coole Fahrräder wie wir. Wow, da sind die ganzen Gelben hin. Ja. Wir wollten eigentlich 3 Gelbe haben. Aber die anderen waren nicht sattelverstellbar. Da sitzt du wie ein Affe auf dem Schleifstein. Das sind ja Maximumwild, wirklich. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das sind die absoluten Sicherheitsschlösser. Hochsicherheitsschlösser, ja. Aber immerhin gab es welche dazu, das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe noch ein drittes erhandelt. Ein drittes? Wie, ja. Gab es sonst nur 2? Ja, er wollte eigentlich nur 2 rausrücken, aber dann habe ich noch einen dritten hier. Dann habe ich noch ein Distel bekommen. Das ist High Quality. Das ist vom Decathlon, das, ja, habe ich auch. 5 Euro, ja. Das kannst du mit der Schere durchsteilen. Die werden schon versichert sein, hoffentlich. Safe. Aber ich glaube, die klaut auch keiner. Nee. Also, wer klaut Rental-Fahrräder? Tja. Wahrscheinlich er selber. Genau. Dann und dann schon kassiert er uns ab. Bin bereit. Was hast du vor? Den Rekord nach Malaga sozusagen aufzustellen auf dem Citybike. Die GoPro auf dem Kopf, das ist auch ganz wild. Next Level Touri. What? Okay, good? Yes, very good. But this is yours, no? Yeah, that's mine. Electric? Yeah. Living here? No. We are traveling in a camper. You're traveling? Yeah. With this bike? No, it's electric, no? Yeah, I take it in my van. Nice. Caravan. Yeah. Ah, you YouTuber? Yeah. Oh, very nice, man. We need to make a video of the shop. Of your shop? Yeah. I give you free beer. My friend. Cool. Thank you, man. Yeah. Have a good day. See you tomorrow. See you, bro. Goodbye. Max, du siehst schon ziemlich lässig aus. Danke, Mann. Das sieht wirklich ganz wild aus. Let's go. Woohoo! Und wie fährt sich deins? Ja, ganz gut.
Ist okay? Ist okay. Okay, wir tauschen dann natürlich auch mal. Ja. Oh, 30, 33, 34, 35, 36, 37,5. Oh. Okay, das war anstrengend. Also der unterstützt halt nur bis 25, ne? Aber 37 ist machbar mit dem Ding. Sehr cool. Ich habe falschen Gang drin gehabt. Los, 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 los! Oh. Wollen wir mal tauschen? Ja. Okay. Okay, das war jetzt nicht so sehr viel. Egal. So ist auch okay. Anna? Ja? Können wir wieder zurücktauschen? Ja. Ich habe so eine blöde Sitzposition drauf. Ja. Hä? Was? Dankeschön. Hä? Oh! Oh, hallo! Hallo! Du bist ja ein Süßer! Tipptopp. Da hat jemand Style-Bewusstsein. Die sind selbstgemachte Schlösser, oder? Ja. So. Oh Gott. Da blickt eh keiner durch. Das klaut keiner. Okay, wir haben die Fahrräder jetzt alle aneinander dort einfach am Geländer angeschlossen, die Fahrradständer. Davon gibt es hier nicht so viele, sind alle belegt, aber da standen noch andere Fahrräder. Ich hoffe, das passt. Da war jetzt auch kein Schild, dass man es nicht darf oder so. Deswegen, keine Ahnung. Entweder die haben hier weniger Fahrräder in Malaga, weil bei uns in Deutschland wäre, glaube ich, so ein Geländer komplett gefüllt. Egal, machen wir uns keine Gedanken drüber. Wir gehen jetzt in die Altstadt rein. Vielleicht setzen wir uns mal irgendwo in Schatten oder so, weil die Mittagshitze, weiß nicht, wie spät es ist, aber bestimmt so 14 Uhr oder so. Die Sonne, die ballert schon echt doll. Ab in Schatten, würde ich sagen. Ziehe ich die Brücke hoch. Ist anstrengend? So anstrengend wie jetzt, wenn ich allein fahren würde, denke ich. Okay, wir haben die Fahrräder nochmal zwischengeparkt, haben die Hälfte des Rückwegs jetzt schon beschritten und sind jetzt hier nochmal bei einer großen Einkaufspassage. Da haben wir diese richtig überteuerten Kuchenstücke das letzte Mal gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ist auch schon ein paar Videos her. Auf jeden Fall gibt es hier noch einen Store und da werden wir uns nochmal was Sinnvolles kaufen. Aber das zeigen wir euch gleich. Und zwar geht es um dieses Teil hier. Das ist einfach ein Kompressor fürs Auto. Akku geladen. Ja, bis 10 Bar. Oh, krass, kann man ein Stand-Up-Paddle mit aufpusten, oder? Okay, also es gibt zwei neue Errungenschaften. Und zwar einmal dieser Kompressor und hier so ein kleines Präzisionswerkzeugset. Ist aber auch ein kleiner Akkuschrauber. Ziemlich cool, habe ich schon ausprobiert. Gar nicht mal schlecht. Ansonsten ging es aber eigentlich um den Akkukompressor, denn wie gesagt, der Bekannte von uns hatte uns den gezeigt. Und mit der einen Akkuladung kann man einfach 11 Autoreifen aufpumpen.
Ich weiß nicht, ob die Angabe stimmt, vermutlich eher nicht. Aber selbst wenn ich die Reifen im Sand auf 1 Bar runterpumpen kann und dann alle wieder auf 3, das wäre richtig, richtig cool. Dann würden wir das auch machen, weil bisher sind wir durch Sand gefahren, haben dann lieber die Sandbleche geholt, anstatt Luft aus den Reifen zu lassen, weil das einfach für uns zu viel Aufwand war, auch wenn wir einen kleinen 12-Volt-Kompressor mit haben, aber das ist auch so ein Billigding. Deswegen, ja, ich denke, das werden wir auf jeden Fall mal probieren. Also nächste Sandfahrt wird auf 1 Bar passieren, da sind wir uns auf jeden Fall sicher. Ansonsten kann man da natürlich auch das E-Bike und so aufpumpen, aber da ist auch eine Luftpumpe dabei, glaube ich. Okay, Anna ist schon dabei, die ganzen Schlösser zu lösen. Wir haben mit 4 Schlössern alles ganz wild angeschlossen und dann werden wir mal wieder Richtung Van fahren. Noch so 20 Minuten in die Richtung ungefähr. Okay, sind wir wieder da. Wie hat's dir gefallen? Ist cool, ne? Fährt sich gut. War eine gute Sache. Vor allem jetzt am Ende, ich war so müde. Ja. Sehr schön. Okay, falten wir ein, links rein und dann hätte ich Lust auf ein Eis oder so. Eis? Oder nicht Eis? Ich bin gerade eher nicht Eis. Das Nutella-Eis, das kriegst du aber nicht einfach mal so zu kaufen, ne? Ich möchte vielleicht eher heute Abend nochmal einen Abendspaziergang. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir heute Abend überhaupt noch was essen. Oh, der Papagei da, bei den Tauben. Die sind da einfach. Ich glaube, die filme ich nochmal. Und die zweite Sache, die ich mir geholt habe, ist halt, wie gesagt, dieses Set hier. So ein fein Mechatronika-Set oder wie auch immer das heißt. Grund dafür ist, dass meine Harpunenfischen-Uhr, die eigentlich richtig cool ist und die Tiefe und alles anzeigt, total spinnt. Hier, ich weiß nicht, ob man es an der Seite sieht, da ist halt so Magnetsplitter-Zeugs und die Knöpfe sind total, also die funktionieren gar nicht mehr. Ich kann drücken, was ich will, die Uhr macht gar nichts mehr. Und deswegen wollte ich die mal probieren aufzuschrauben und zu gucken, ob ich die ein bisschen reinigen kann. Die ist eigentlich bis 100 Meter wasserdicht, deswegen kann es gar nicht sein, dass da Sand reinkommt. Ansonsten fahren wir morgen nochmal zu Decathlon und werden gucken, ob ich die eintauschen kann, weil das ist irgendwie schade. Die funktioniert halt nicht mehr. So, die Platte ist hinten ab. So. Und man sieht, da ist schon ordentlich was an Dreck reingekommen, warum auch immer. Hier, guck. Also es ist halt bis zum Dichtring, also ist nichts reingekommen, zumindest kein Wasser, das ist schon mal gut. Ich muss nur gucken, ob ich jetzt von innen irgendwie an die Knöpfe rankomme. Das ist halt hier außen, ich weiß gar nicht, wie ich da rankomme, Mist. Hab ich mir leichter vorgestellt. Vielleicht muss ich doch das ganze Uhrwerk rausnehmen, das mache ich vielleicht lieber doch nicht. Also da ist auf jeden Fall kein Wasser reingekommen, das sieht man. Im Prinzip funktioniert sie ja auch noch, aber ich vermute, dass sie denkt, da wäre Wasser drin. Vielleicht ist einfach ein bisschen Restwasser an der Seite drin, im Sensor. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich kriege ich es selber nicht gefixt. Ich werde das wieder zuschrauben und dann morgen fahren wir mal zu Decathlon, gucken mal, ob ich die umtauschen kann. Cool. Also das Ding funktioniert top. So, die Uhr ist wieder montiert. Ich habe das Fahrrad jetzt vorne am Bullenfänger angeschlossen. Das wird schon keiner klauen, hoffentlich. Und wenn, dann werden wir es sicherlich mitbekommen. Wir werden jetzt die Nacht hier noch stehen bleiben und eine Nacht hier schlafen. Wir werden jetzt ins Wasser gehen, zumindest Luca und ich. Und dann werden Anna und ich noch ein bisschen Volleyball spielen. Vielleicht haben die anderen auch Bock, ein bisschen hin und her zu spielen. Die Volleyballnetze von gestern, wir haben gestern übrigens Volleyball gespielt, falls wir es nicht gesagt haben, die sind leider heute nicht da. Hätte ich schon noch mal Lust gehabt auf eine Runde Volleyball. Also richtig übers Netz und so, aber naja. Ich bin gerade noch mal mit dem E-Bike zu Davids Restaurant gefahren und habe 2 Pizzen Margariten, egal, zum Mitnehmen genommen, denn die kosten einfach 4,90 und wir haben uns gedacht, wir haben jetzt nicht so Lust auf Kochen gerade, 4,90 € für 2 Pizzen und das sind echt gute Margariten so, deswegen, Anna hat hier ein bisschen was gemixt, wir setzen uns jetzt nochmal an den Strand, genießen die Pizza letzter Abend hier in Torremolinos bzw. Malaga und dann lassen wir uns die Pizza gleich schmecken. Das ist so geil mit dem E-Bike, einfach so innerhalb von 10 Minuten zum Restaurant wieder zurückgefühlt. Dafür haben wir einfach gestern 14 Minuten Fußweg gebraucht. Egal, wir lassen uns jetzt schmecken. Sieht aber auch nicht schlecht aus, was du hier gemixt hast. Ist übrigens alkoholfrei, ja? Einfach nur 3 Sorten ja, Saft und ein bisschen Beeren rein. Wir haben leider kein, also Crush-Eis, das war ein Kilo Crush-Eis, das ist zu viel. Deswegen haben wir das lieber nicht geholt. Aber es schmeckt bestimmt auch so, oder? Ja, mir schmeckt's. Hast du ihn gekostet? Ja, ich habe abgeschmeckt, weil ich ja nicht wusste, wie ich es machen soll. Und, das ist okay? Ist lecker? Meins ja, ich hoffe eure auch. Ich habe nur meins probiert. Okay. So, ist jetzt sicherlich durch das Handylicht hier nicht besonders idyllisch, aber ohne Licht mit den Kerzen sieht es sehr, sehr schön aus. Anna, let's go, Essen fassen. Was hast du getan? Nicht. Nein, naja, egal. Die Teelichter sind nicht besonders stark.
Wir haben die jetzt so ein bisschen eingebuddelt, dass die, guck mal, die da hinten, die kämpft echt. Es ist so windstill, aber die kämpft trotzdem. Egal. Teelichter waren Fehlkopf, was kein Fehlkopf war. Diese leckeren Pizzen. Ja. Let's go, Anna. Guten Appetit. Ich bin so schnell gefahren, dass sie sogar noch warm sind. Kannst du mal sehen. Wieso fummelst du jetzt an meiner Pizza rum eigentlich gerade? Ach so. So machen wir das. Dann kriegst du ein Stück von mir ab. Ausgerechnet so ein großes hat sie sich genommen. Guckt euch das mal an hier. Die hätte sich auch das nehmen können hier, aber sie hätte sich das genommen. Von meiner Pizza. Dann nehme ich mir einfach die Pizza. Das ist jetzt meine Pizza. Okay. Guten Appetit. Okay, wir sind wieder an den Autos. Ihr seht, ich habe das E-Bike hier vorne einfach am Bullenfänger angeschlossen. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ich glaube schon. Egal, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass wir gerade noch das Auto komplett auslüften haben, die Türen aufgerissen haben, auch hier hinten den Kofferraum komplett aufgemacht, weil man merkt schon, dass hier noch ein bisschen die Wärme drin steht durch den ganzen Tag. Das hat sich halt die ganze Zeit angesammelt. Und jetzt langsam ist es so, dass es in der Nacht auf jeden Fall nicht zu kalt ist, sondern eher zu warm. Vor allem, wenn man unten schläft. Oben im Dachzelt ist kein Problem, da kann man die Luft echt gut zirkulieren lassen. Deswegen lassen wir jetzt nochmal richtig gut auslüften, durchlüften. Dann habe ich hier oben das ein bisschen hochgekrempelt, weil die Heckklappe wird wieder so angelehnt mit diesem Stopper hier. Und dann hoffen wir, dass es diese Nacht... Wobei, letzte Nacht ging es, war nicht zu warm in der Nacht. Es war halt nur morgens, aber da war es auch schon um 10, die Sonne hat geballert. Eigentlich ist es okay. Wenn man abends gut durchlüftet, dann ist es eigentlich kein Problem. Guten Morgen. Es ist 9.30 Uhr, nicht ganz so lange geschlafen wie gestern, nicht so schlimm, wir waren noch nicht so lange wach wie vorgestern. Wir haben jetzt hier, ihr seht schon, die Tür aufgemacht, weil es ist wieder ziemlich warm, wobei ich finde, es ist nicht kochend heiß. Also wir sind ja eigentlich Zelten im Sommer gewohnt. Naja, morgens mit dem Zelt, das ist schon nochmal eine andere Nummer, da stimmt man auch manchmal um 7 auf, wenn die Sonne aufgeschienen hat. Ist der Rabuka vorbeigerannt? Nee. Ich glaube, die gehen gleich joggen. Wir gehen aber gleich ins Wasser, denn wie gesagt, uns ist trotzdem warm. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so auf dem Lack aussieht, wenn die Sonne darauf brutzelt und die warme Luft aufsteigt. So, ich hoffe, man sieht das. Ja. Da seht ihr das? Da steigt die warme Luft raus. Und da fängt einfach direkt meine Uhr an zu piepsen. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber irgendwie hat sie sich auch selber einen Wecker gestellt. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber das steht heute, wie gesagt, auf der Liste, dass wir da noch irgendwas probieren. Ich kann den Wecker halt nicht mal ausstellen, das ist das Problem. Gut, dass er erst 9.40 Uhr klingelt und nicht 6.40 Uhr oder so. Wobei, einmal hat er eine Nacht geklingelt. Einmal hat er eine Nacht geklingelt und du hast mich angetippt, dass ich meinen Wecker ausmachen soll. Dabei habe ich nicht mal eine Uhr an oder irgendwas. Und ich dachte nur so, nee, das ist nicht meine Uhr. Ich trage nie eine Uhr. Anna sagt gerade, dass dein Fahrrad fehlt. Wir haben nämlich drei Fahrräder angeschlossen. Und es sind nur zwei. Da sind einfach nur noch zwei. Ich hoffe, Luca hat eins genommen. Ich geh mal rüber fragen. Hier, nimm mit, nimm mit. Ist mein Fahrrad noch da? Ja. Klopp, klopp. Klopp. Habt ihr ein Fahrrad mit weg woanders hingemacht? Wieso, ist eins weg? Ja. Nee, oder? Doch. Was? Da fehlt das graue Fahrrad. Das gibt's nicht. Ja, wo ist das Schloss? Weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt. Ich dachte, du hast also vielleicht eins zum Einkaufen genommen. Und? Nee, hat er nicht. Das gibt's nicht. Das kann jetzt nicht sein, oder? Die haben das einfach geklaut. Sein. Oh nee. Und der Typ gestern sagt noch, das sollte okay sein, wenn wir das hier anschließen und hier direkt schlafen. Welches haben wir ihn gefragt, ne? Wir haben ihn gefragt, er hat uns gesagt, wir sollen das hier anschließen. Ne? Ding klauen, lieber hier stehen lassen, das gibt's doch nicht. Direkt vor unserer Tür klauen die das einfach, das kann nicht sein. Aber die haben die, die haben die Gelden nicht mitgenommen, weil die genau wissen, dass das offensichtliche Leihfahrräder sind. Ja, können wir gleich mal zurückgehen zu den... Ja. Oh Mann, das gibt's nicht. Alter, wer weiß, was ich da gestern unterschrieben hab, ne? Was da in dem Vertrag drin stand. Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt. Das wird versichert sein, oder? Wir können doch nichts dafür, wenn es geklaut wird. Ja, keine Ahnung. Das ist halt scheiße. Hast du dein Perso abgegeben, oder? Nee, hab ich wieder, aber die haben mir meine Daten trotzdem. Er hat ein Foto gemacht. Hm. Okay. Ich meine, das ist ja irgendwie auch dumm halt. Warum geben die uns so ein scheiß Billo-Schloss? Das ist halt scheiße. Ja, das, also
Das sollen wir machen. Ja. Wir können ja nichts dafür, wir haben es angeschlossen. Wir haben mit dem anderen Typ geredet. Ja, das ist halt das Gute, hoffe ich mal. Ja. Ja, komm, wir gehen mal dahin. Ja, wir gehen mal dahin. Also die beiden Fahrräder waren halt mit 3 Schlössern angeschlossen, um die Laterne rum. Das waren jetzt alles 3 Billo-Schlösser, habt ihr wahrscheinlich gestern gesehen. Der hat ein Schloss hat er hier gelassen, irgendwie so halb noch drum gewickelt um die anderen beiden Fahrräder, weil er offensichtlich nur das Graue wollte. Weil wahrscheinlich die anderen zu auffällig sind. Wir werden jetzt zum Fahrradladen gehen und mal gucken, was die dazu sagen. Ich hoffe wirklich, die sind irgendwie versichert über den Vertrag, den Luca da gestern unterschrieben hat. Aber es war wahrscheinlich auch so ein spanischer Wisch, ne? Was soll man da machen? Also. Na? No. Green bike. Gone. Problem. Tonight, we were in front of it. 2 meters away, we slept. Però no, su nasce pagare. Das ist pagare. 200. 200? 200 euro. It's not 200 euro worth, the bike. Yeah. Where's the contract? Can we see the contract? Can we see the contract? Yeah. Normal, tu responsabile bike, normal. Where's the other guy? Because we asked him. Yeah, we asked him if it's okay to lock it there. He said it should be okay. No problem mio, capito? No. Das Ding ist 50 Euro wert gewesen. Yesterday night? Yes, we, as we talk to you. I go in green and I always see the 2 of these and 1 of these. Yeah. And green, the gray one, keep it going. Yes, that's tomorrow. We just woke up and. But we locked them all together with all the. Yeah. 2 locks are gone. This is a problem, eh? Yes. Yeah. You know, no? Because we're working with the bikes here. Yeah. It's not my bike, this is my boss. Because the other bike is a new one, you know? It's new? New yes. one. It's yeah. not like this. This is new bike like 2 weeks ago. We find this. This yellow. Yeah. The other 1 month ago. It's new one as well. This one's not new. No, it's like this. It's not like this. It's different. Look, you have. No, it was the same, like the same frame. No, yes, but you need to see this. It's not. This is the old one. The gray one is the new one, you know? Ja, ich sehe, das ist ein neues Fahrrad. It's a problem because we need the bike, you know? You need to pay the bike, man. You need to understand it's the work for us, you know? Yeah. It's one bike goes new 300 euros, you know? It's not a new bike, so. It wasn't a new bike, so. No, this is old on one. Come. It was like this. The other is the sister of this. You know this? This is not similar to this. Mm-hmm. Look. But this is not like you. I mean, it's not like a 300 euro bike. This bike has 2 months. Okay. And it's the sister of the views. Yeah, but sometimes. Why you have no insurance? Sometimes the bikes are gone. Yes, but you know, making insurance for all the bikes? Yeah. We don't win money, man. Can we see the contract? Yeah, of course. Yeah. 200 Euro. Stimmt nicht, dass das in dem Vertrag drinsteht. Wenn es nicht drinsteht, dann. Weil ich schicke das David und er sagt mir, ob das drinsteht. Weil er sagt ja auch, dass das eine Bike hier neu ist und deshalb wird viel kosten. Das heißt, wir haben ja nicht für jedes Bike einzeln drinstehen. Ich glaube auch nicht, dass da drinsteht, welches Bike du genau hast. Ja, eben, genau. Ja. Nee, steht auch nicht. Andererseits kann ich es auch verstehen, das ist halt für die auch so. Ich verdiene ja wirklich damit das Geld und das Fahrrad ist weg. Is my lawyer prepare this for everything correct? For you and for us as well, you know? Preise und das Budget des Lieferanten müssen im Falle eines vollständigen Diebstahls die Administrator für den festgelegten Betrag mit 1000 Euro. Das steht da drin. Ja, wirklich 350 Euro. Ja. Moin David, habe ich dich geweckt? Es tut mir leid. Wir haben heute Morgen wir haben gestern Abend die 3 Fahrräder an der Laterne angeschlossen, direkt vom Auto. Und eins ist weg, Schlösser sind geknackt. Echt? Ja. Also das E-Bike nicht, aber halt ein Rental-Bike. Und wir stehen jetzt hier am Shop und er meint, dass das irgendwie neu war und wir müssen jetzt 200 Euro bezahlen. Und ich habe dir nur mal kurz 2-3 Fotos von dem Vertrag geschickt, vielleicht kannst du die ganz kurz mal überfliegen. Weil wir verstehen halt kein Wort und ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich keine Versicherung wegen Diebstahl und so, aber es wäre halt cool, das mal zu wissen, was da. Also da gibt es bestimmt eine Passage für Diebstahl. Meno male che sono
Can you show us when you bought it? Because I don't believe it's 1 month. Yo, Dani, quiero mirar una factura de la bicicleta. Yo, da steht, dass ihr auch Polizei geben müsst, falls es geklaut ist. Ja. Und da Anzeige machen und dann müsst ihr die Anzeige denen geben und das Geld bezahlen, weil den von dem Fahrrad bekommen. Ja. Also, wir müssen quasi den Wert des Fahrrads bezahlen und trotzdem eine Anzeige und so bei der Polizei machen. Ja gut, dann müssen wir den sauren Apfelbeiß. Nee, dann da, also lassen wir das mit der Polizei, glaube ich, weil das ist zu viel Stress. Ja. Aber ja, cool zu sehen, wann er das Fahrrad gekauft hat, mit der Seriennummer. Weil ich weiß nicht, er sagt halt, das ist jetzt 1 Monat alt. Das sieht nicht aus wie 1 Monat alt. Das, ich weiß nicht, ja. Aber er sagt 300? Nee, er sagt 350 neu und jetzt 200 aber Euro. Ich hab's auch selber gefunden, okay, im Internet, und da kostet das nicht mehr. Da steht sogar bis 1000 Euro und 500 Euro und so. Ja. Scheiße, 200 Euro noch. Ja, aber das kann ich nicht. Würde ich noch fragen, also das will ich nicht bezahlen, ganz ehrlich, da würde ich noch mal. Ja, mach doch jetzt nicht wieder unnötig Stress. Okay, danke schön. Jo. Ja, wir gucken mal, was wir machen. Wir sorry fürs Wecken nochmal. Nee, kein Problem. Tschüss. Können Sie es? Was? 1 month? This is not like my mother. It's like 3 years and I believe. Questa è una fattura. Tengo más. Pero it's not for the. Questa è blu fattura. This? Tu non preoccupate la data. 2 months. No. I don't 2 months. It's not true. Mm-hmm. No, we will believe you, you know, but you have the fractura of this. You bought it like 1 month ago. Cosa dice? Che è so where's the fractura for this nuova, bike? Certo. Tiene un mese, tiene la bicicletta. Certo. E dice la fattura non tiene un mese, dice. Questa è una fattura di altre biciclette. Lo sé. Però è il nome della bicicletta. Vale. Questo dice. We buy this 1 month ago. Mm-hmm. This is the fattura because we don't have only this, you know? Yeah. We have all this. Okay, yeah. This fattura is the find it at the moment. If we like to find it, the fattura exactly this, yeah, we possible find, but we need to search all the, because we don't have only one bike. You know, we have 80 bikes. Es ist doch jetzt einfach so, also ich weiß nicht, was zu machen. For us it's very simple. I don't like to call the police. If I call the police, I have a problem, you have a problem. We don't have a problem if you call the police. But you don't like to pay? Luca, er hat jetzt gesagt 190. Was wäre denn jetzt, wenn die Polizei kommen würde? Was würde dann passieren? Ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich 3 Stunden, dann machen wir eine Anzeige. Irgendwie. Ja, die werden die Polizei nicht rufen. Doch. Nee. Doch, der hat gerade, ich glaube, der hat gerade schon. Warum sollen die das nicht machen? Weil ich glaube, dass ihr ganzer Shop hier komplett shady ist. Ja. Wir fragen 180, dann teilen wir das durch 4. We pay 150. Like a joke. 150. And we lost the bike, and we lost the money, this is not, it's not possible. Dirige, se non fa, non serve per nada. Wir wollen es einfach nur verarschen, das ist halt einfach. Bringt trotzdem nicht, setz die ganze Zeit mit dir rumzusteckern und dann auch noch Polizei, das ist halt, das ist auch nicht wert, so. Ja, aber es ist halt nicht fair, es ist einfach nicht fair. Ja, und es ist doch egal. You don't need to pay for the logs and for everything, only the bike. It's 5 euros, yeah. it's 5 euros, but it's 5 euros I need to pay one new mark. Yeah. And I don't need to pay one. I need to pay 3. One thing, you know, I give you this thing, you are responsible of this thing. You know what a scam is? Scammers. Yes. No, what is scammers? Yeah, you are scammers. Scammers, what is scammers? You take our money because it's like a shit contract. This contract for protect you and for protect me. We are not protected by the contract. We just say we have to pay 200 euros. No, it's not per proteggere il loro contract. It's not protected, yeah. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Es gibt keine Lösung, mit der du zufrieden bist. Das wird nicht passieren. Ja, das wird nicht passieren. Wir müssen einfach in den sauren Apfel beißen. Zocken wir uns einfach mies ab. Das ist ja, ja, klar, zocken die uns ab, aber was willst du tun? Bis jetzt die Polizei ruft, noch 2 Stunden hier rumhängen und dann, das ist doch auch Scheiße. Ja. I lose money. We also lose money. 180. Do it. 180. Okay, we'll go to RTM. I'm waiting for you, okay? Ja. Ja, wir aus dem Auto, oder? Habt ihr noch Bargeld? Okay, wir gucken mal, was wir haben, ja. Okay, we come back. Okay, wir haben jetzt über eine halbe Stunde mit denen diskutiert, also wirklich jetzt über eine halbe Stunde. Ja, sie sind der Meinung, sie haben uns Rechnungen gezeigt und alles. Sie sind der Meinung, das Fahrrad, was wir jetzt verloren haben, sage ich mal, war 1 Monat alt und hat neu 350 gekostet. Sie haben uns eine Rechnung gezeigt von genau den Fahrrädern, die aber von 2019 war, wo wirklich drauf stand, die haben 350 gekostet neu. Ja, wir konnten einfach nicht glauben, dass das Fahrrad, was Luca sich ausgeliehen hatte, das Graue, dass das
einen Monat alt war. Das können wir uns nicht vorstellen. Selbst wenn es jeden Tag verliehen wird, keine Ahnung. Deswegen haben wir halt noch ewig rumdiskutiert. Die meinten 200 Euro. Und ich habe jetzt keine Lust, Polizei zu rufen. Die waren jetzt kurz davor, die Polizei zu rufen. Eigentlich müsste man es auch machen und eine Anzeige schreiben, aber es wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Das ist in Deutschland genauso. Und deswegen haben wir uns jetzt letztendlich auf 180 geeinigt mit Ach und Krach, also wirklich. Weil die haben ja auch noch 3 Schlösser verloren. Die 3 Schlösser sind auch weg. Sie haben uns jetzt ewig lang und breit erklärt, dass es halt für sie sich nicht lohnt. Kann ich auch verstehen, aber wir können es einfach nicht verstehen. Also das sah wirklich nicht mehr gut aus, dass das noch 200 Euro wert war, das Fahrrad. Aber wir können jetzt nichts machen. Also wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen, holen jetzt Bargeld, werden 180 Euro halt aufteilen und das bezahlen. Es geht nicht anders. Es ist halt eine blöde Situation, aber was sollen wir machen? Ist halt einfach blöd, dass es nicht versichert sind, dass die Fahrräder nicht versichert sind. Kann ich aber auch verstehen, es hat 10 Euro am Tag gekostet, da kann man auch nicht erwarten, dass das versichert ist. Problem wäre nur, wenn man ein Elektrobike ausleiht, die kosten halt 3000 Euro. Wenn man das verliert, muss man es halt auch bezahlen. Das kann halt einfach nicht sein. Also passt auf jeden Fall auf, wenn ihr euch Fahrräder ausleiht. 10 Euro am Tag sind nicht viel, aber ja, versucht irgendwie den Vertrag zu lesen. Da steht halt drin, dass ihr komplett verantwortlich seid für die Fahrräder und halt für alle Kosten aufkommen müsst, die daran entstehen. Okay. Okay, wir werden jetzt noch ein bisschen Biskopfkuchen hier essen. Den hatte ich euch ja schon gezeigt am Anfang des Videos. Der cool, war eine coole Überraschung. Mehr oder weniger. Ich wusste ja schon irgendwie, dass da ein Biskopfkuchen kommt. Aber trotzdem cool. Okay, also folgendermaßen. Wir sind jetzt auf dem Weg nochmal in die Stadt. Weil Luca und Freundin wollen ihre Wäsche waschen und ihr seht, ich habe das ganze Fahrrad vollgehangen mit Wäsche, fahre gerade einen Berg hoch, habe so einen riesen Wäschesack zwischen den Beinen, aber es klappt irgendwie. Wir haben es erst versucht mit Tragen, aber das ist echt richtig schwer, die Beine haben viel zu waschen anscheinend. Aber so klappt das echt ganz geil. Ich bin gerade bergauf gefahren mit hier 3 fetten Wäschesäcken und die anderen sind jetzt halt auch hinter mir, die sind zu Fuß, aber passt schon. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, erstmal die Wäsche hier oben auf dem Berg zu haben. Das Anhalten ist halt schwierig. Und es ist wieder warm wie Sau heute. Das ist echt, also wir beschweren uns nicht, aber es ist echt krass. Wir müssen uns viel eincremen. Ich habe ja auch meine Arme komplett weiß und so, damit ich keinen Sonnenbrand kriege. Da wartet er. Angekommen auf dem Berg. Als wäre er schon ewig da. Du bist schon lange da, ne? Ja, schon so lange. Hast schon Kaffee und Kuchen gegessen. Ich habe Kuchen gegessen danach. Es ist schon cool, also uns wird das auch das Leben erleichtern auf jeden Fall. Und es ist so viel Zeug. Also ja. Ich glaube, hier ist gleich die Promenade. Können wir gleich. Damit kannst du wieder nehmen. Was habt ihr gemacht? Na, wir haben die Waschmaschine kalt angeschaltet. Wir haben es nicht mehr hinbekommen, das zu ändern. Wie konnte das passieren? Naja, ich dachte, ich schmeiß da mein Geld rein, dann kann ich einstellen, was passiert. Aber anscheinend muss man das einstellen, bevor man sein Geld reinschmeißt. Und du kannst nichts mehr abbrechen, du kannst nichts mehr machen, das ist jetzt so. Also warst du danach nochmal warm? Besser, stell dir vor, es wäre zu heiß, dann würde alles einlaufen, das wäre noch schlimmer. Ja. Brauchst du dann nochmal warm danach? Ja. Okay. Muss ja aber. Ja, wieder 6 Euro in die Tonne. Ja. Heute ist ein Tag. Heute bezahlen wir viel Lehrgeld. Heute verprasst, ja. Aber ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen Frust essen hier, oder? Ja. Ein bisschen Geld gut investieren. Okay, suchen wir uns mal was aus. Das ist ja lustig. Jetzt im Nachhinein ist es echt witzig, ne? Aber in dem Moment war es echt einfach nur. Ich hab's. Und deshalb wäre die zum Tipps auch am Camp und hätte nicht bezahlen müssen. Das wäre nicht gewesen. Ja, das wäre nicht gewesen. Ich weiß auch nicht. Das Ding ist, wenn die das selber hätten geklaut, dann hätten die doch 2 Fahrräder, alle 3 weggenommen, um uns einfach 600 Euro aus dem Rücken zu leihen. Also schreibt mal gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Denkt ihr, wir wurden abgezogen? Oder denkt ihr, das wurde wirklich geklaut? Also denkt ihr, der Typ hat selber geklaut das Fahrrad? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben so viel mit dem geredet, auch noch ohne Kamera, gestern Abend. Der meinte ja wirklich, ja, stell das hier ruhig hin, das ist kein Problem und so. Das wäre schon komisch, wenn er genau das dann, keine Ahnung. Die sollen ja froh sein, dass wir da, er wusste ja auch, dass wir YouTube-Videos machen. Und er riskiert doch nicht, dass wir den Shop da, dass wir den schlecht dastehen lassen. Ja. Da hat er doch auch keinen Bock drauf, oder? Denkst du, ja. Scheiße. Aber so kriegt Aufmerksamkeit. Ja, toll. Die Aufmerksamkeit, die bringt ihm gar nichts. Ja.
Nee, also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall kann man nur eine wichtige Lektion daraus mitnehmen. Ja. Dass man immer nachfragt, was passiert, wenn das Fahrrad geklaut wird. Insurance, Versicherung. Dass man sich eins ausleiht und dass man vielleicht ein Foto von der Seriennummer. Ja, das wäre nicht schlecht. Macht, ja. Naja, aber man lernt die aus, ne? So, wir sind wieder zurück an den Bussen. Glücklicherweise steht noch alles da, so wie wir es verlassen haben. Das ist schon mal gut. Ich habe den Akku aus dem Fahrrad rausgemacht und lade den jetzt schon mal auf, weil gerade wenn wir fahren, werden die Batterien ja nochmal zusätzlich geladen. Ich gehe davon aus, dass wir dennoch trotzdem 100% haben die ganze Zeit, aber kann man ja ruhig nutzen, den Strom bei der Fahrt. Genau, denn wir fahren jetzt weiter. Das war das letzte Mal in Torremolinos. Wir werden uns auch bald bei Luca und Freundin verabschieden. Die werden in die andere Richtung fahren. Für die geht es noch Richtung Portugal und so. Wir fahren ja jetzt am Mittelmeer hoch und deswegen trennen sich leider unsere Wege, aber kann man nicht ändern. Wir werden sicherlich trotzdem noch ein paar schöne Plätze finden, die wir auf dem Hinweg hier runter nicht gefunden haben. Aber wir freuen uns auch, noch ein bisschen Zeit in Frankreich zu verbringen. Weil da waren wir auch relativ kurz. Ich denke, da gibt es bestimmt auch coole Plätze. Von daher, wir gehen nochmal schnell baden. Es ist nämlich immer noch sehr, sehr warm. Packen dann den Rest zusammen, packen auch das E-Bike jetzt hinten rauf wieder und dann, ja, geht es los. Wir waren gerade noch mal zur Abkühlung im Wasser, wie gesagt. Und als Luca an sein Auto gekommen ist, da ist ihm noch mal was aufgefallen. Das erzählt er euch am besten selbst mal. Es ist unfassbar. Ja, also ich habe natürlich in naiver Art und Weise oder nach Max Vorbild meine Badehose außen am Auto zum Trocknen aufgehängt. Über einen Außenspiegel, der natürlich gut gelegen direkt am Fahrradweg liegt. Und da hat wohl jemand sich gedacht, dass meine alte Badehose ihm ganz gut gefällt und hat sich die mal kurz mitgenommen. Das kann echt nicht sein, ey. Doppelter Diebstahl heute. Das ist wirklich alles heute. Vielleicht aber auch hätten wir daraus lernen müssen, dass die Stelle hier einfach Pech bringt, ja, wo wir vielleicht stehen. Ich habe eigentlich gesagt, wenn das sowas einmal passiert, passiert jetzt nicht nochmal am gleichen Tag. Es ist zwar jetzt auch nicht so Fahrradkaliber, aber ja, das kann echt nicht sein. Das ist wirklich schon verrückt. Wer glaubt denn eine gebrauchte Badehose? Ja, anscheinend irgendjemand, dem sie gefallen hat. Das wäre so witzig, wenn das derselbe Typ gewesen wäre. Das wäre krass. Der fährt jetzt in deiner gebrochenen Badehose mit deinem Rental-Bike von gestern rum. Ja. Aber es trifft einfach nur Luca. Das ist echt krass. Das ist schon ja. Naja, Fahrrad war schlimmer, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem bescheuert. Und mit den Worten verabschieden wir uns vom Tatort. Wir fahren aber noch zum Decathlon, wie gesagt. Wir müssen nochmal die kaputte Uhr da irgendwie eintauschen. Ich hoffe, das funktioniert. Übrigens habe ich hier vorhin beim Baden noch so einen Ball gefunden. Keine Ahnung, was das für eine Serie ist. Aber wir haben gerade damit so eine Art Volleyball gespielt und es hat so Spaß gemacht, dass wir den einfach mitnehmen. Eigentlich wollte ich den an der Promenade liegen lassen fürs nächste Kind, aber sorry Kinder, damit hat der Max und Diana viel zu viel Spaß. Also komm mit. Tja, was soll ich sagen? Die haben gesagt, ja, funktioniert nicht, müssen wir einschicken, dauert 2 bis 3 Monate. Kommt also für uns jetzt nicht in Frage in dem Fall, weil wir nicht 2 bis 3 Monate noch hier sind. Ja, ich muss dann halt in Deutschland in irgendeinen Decathlon gehen und versuchen, das da reparieren zu lassen, aber es ist Mist. Warum kann man sowas nicht einfach zurückgeben? Es ist, weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht mal wahrscheinlich zwei Wochen schon her. Heute ist ein Tag, keine Ahnung, da klappt einfach gar nichts. Da passieren Sachen und muss nicht sein, ehrlich gesagt. Leute, es hat doch noch funktioniert. Und zwar bin ich einfach vom... warum ist das jetzt so windig hier, Mann? So, es hat doch funktioniert. Ich bin vom Service Point nochmal zur Abteilung gegangen, wo ich die gekauft habe. Habe gesagt, dass ich die gerne einfach zurückgeben will, weil ich habe auf der Rechnung gesehen, dass es noch kein Monat her ist. Also heute ist der 10. und ich habe es am 12.04. gekauft, also nicht mal einen Monat her. Und deswegen konnte ich sie noch zurückgeben, denn man hat irgendwie 30 Tage Rückgaberecht, auch hier in Spanien, was ich nicht wusste. Aber es hat es natürlich einfacher gemacht. Dann bin ich zur Kasse, dann, naja, nach dem 4., 5. Angestellten konnte dann einer ein bisschen Englisch und ich habe eventuell gesagt, dass sie noch funktioniert. Sie hat ja auch irgendwie noch funktioniert, aber ich konnte sie halt zurückgeben. Auch ohne Verpackung zum Glück, weil ich habe die Verpackung logischerweise auch nicht mehr gehabt. Habe denen dann noch gesagt, dass da nichts drin war, kein Kabel, kein nix und so. Und dann haben sie sie letztendlich doch zurückgenommen zum Glück. Und ich habe das Geld zurücküberwiesen bekommen. Also wenigstens noch ein Erfolg heute. Ich bin echt froh, dass das noch geklappt hat. Tschüssi. Ciao. Macht's gut, ich wünsche euch eine gute Reise. Ja, wir sehen uns zu Hause. Ja, nochmal so. Auf jeden Fall. Ciao. Wir sehen uns. Ciao. Guckt euch schön Portugal an. Ja. So. Ich werde es auch anfangen zu filmen. Ja, mach das. Alles klar. Dann viel Spaß in Estepona. Gracias. Ja, hoffentlich findet ihr einen guten Platz, aber bestimmt. Eine schöne Reise. Ja. Und ich wünsche euch gutes Wetter. Aber ja. Genau. Ja, danke schön, gleichfalls. El Aguila. El Aguila. El Aguila. Wir gehen nochmal ins Papaya Playa. Papaya Playa muss nochmal sein. Ja. Macht's gut. Ja. Tschüssi. Okay, Google Maps sagt, wir sollen da hinten runter und dann da in die Schlucht und gucken, ob das klappt. Bin gespannt, aber der Weg sieht
eigentlich ganz okay aus. Wir müssen uns hier ganz runterschlängeln. Aber von der Oberfläche geht der Weg eigentlich. Also das ist, sollte eigentlich kein Problem sein. Vielleicht einmal den dicken Stein, dann 3 Sandbars auf der anderen Seite. Ich glaube, wir stehen halt echt doll schief. So. Das war schon echt. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den Stein hier raufkomme. Ich weiß nicht, wann ich Stopp sagen soll, weil hier beide Steine unterschiedliche Stellen haben, wo sie gut drauf. Sind. Ich war einfach richtig drauf, dann mach ich Stopp. Ja, Stopp und rüber weg. Falls du es gemerkt hast. Ja, ja, ich wollte schon drauf. Ja! Oh mein Profi. Gott! Profi! Das war krass! Oh mein Gott, stehst du krass drauf! Also es sieht schon wild aus. Ja, da werden jetzt die Kommentare kommen, oh, wie könnt ihr das machen mit euren Reifen? Guck mal von hier. Ja. Wir haben ein neues Plätzchen und wir sind dicht am Wasser. Und wir sind irgendwo um nichts. Das ist echt cool. Guck ich den Strand an, wir haben einen Privatstrand. Ja. Mega schön. Und sogar einen Treppenabgang runter. Da geht's weiter runter. Ich glaube, den Treppenabgang werde ich morgen mal mit meinem Tauchzeug noch mal beschreiten. Dann geht's eine Runde Spearfischen. Das habe ich nicht lange nicht gemacht. Da freue ich mich drauf. Da hatte ich Lust. Dann gibt's endlich mal wieder Fisch. Hm? Oh, das T-Shirt ist dreckig. Ganz dreckig. Vor allem, oh mein Gott. Das muss es abkühlen. Und das ist ein Gemeinschafts-T-Shirt. Hä? Wieso? Ja, weil wir nur eins haben und ja, ich will das ja auch tragen. Du nimmst doch immer den Pulli. Bevor wir uns was zu essen oder so machen im Bus, oder erstmal ein bisschen aufräumen, besser gesagt, werden wir uns den kleinen Privatstrand mal angucken. Ich glaube, das ist irgendwie der Rocky Beach oder so. Also nicht hier aus 3 Fragezeichen Rocky Beach, sondern ich glaube, der heißt echt so. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber würde passen. Schlecht. Ja, die Treppen sind nicht besonders gut, aber ist egal, sie funktionieren. Immerhin besser als gar keine Treppen, ne? Mana hat ja auch wieder festes Schuhwerk an. Hör auf, aufs Handy zu gucken. Guck mal da, schön Strand. Nee, keine Story hier, nix Story. Strand, schöner Strand. Ja. Guckt euch mal diese großen, runden Steine an. Wie cool ist das denn? Wow. Also wenn hier keine Fische drin schwimmen, da vorne an den Felsen zum Beispiel oder da hinten, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Oder, Anno? Weißt ja. du dann noch? Nee, dann weiß ich auch nicht mehr. Weißt du auch nicht mehr. Ich nehme die Abkürzung. Hey, das ist fies. Das ist nicht fies. Profi ist das. Der Kopf ist. Der kocht. Okay. Du bist Erster. Nee, ich bin noch nicht oben. Doch, fast. Nein. Los, geh hoch. Gib mir mal deine Hand. Nein. Du bist eine faule Sau. Was wollen wir überhaupt kochen? Gar nichts, aber nämlich keinen Hunger. Du musst kochen, du musst kochen. Hör mal auf. Nö. Du blendest mich. Ja, mit meiner Schönheit. Kannst du jetzt bitte aufmachen? Nein. Mach's. Na gut. Fast wieder abgeschlossen, geschafft. Fast. Ja, was machst du da? Mein Fuß ist noch nass. Ja. Tschüss. Okay, dann räumen wir jetzt ein bisschen auf. Dabei schauen wir ein bisschen Serie und dann gehen wir schlafen. Ich glaube, so viel brauchen wir heute gar nicht mehr zu essen. Vielleicht. Nö, wir haben ja noch Paella. Wir haben ein bisschen Rest von vorhin, ja. Und Chips. Ah, daher weht der Wind. Und Äpfel. Ah ja, Äpfel. Ja, die müssen wir echt mal essen. Nicht, dass sie schlecht werden. Aber ich habe auch Lust auf Äpfel. Los, geht aufräumen. Was machst du da schon wieder? Max ist halt richtiger Profi in Sachen zerreißen. Wieso? Im Restaurant hast du auch schon den ganzen Müll zerrissen. Und dann, Anna, wo soll ich das jetzt hintun? Ja, ich mach den Müll halt klein, dass es dann weniger Platz wegnimmt in der Mülltüte. Okay, mittlerweile ist es
ich glaube nach 0, oder? Mhm. 0.30 Uhr oder sowas. Ja. Und ja, wir werden jetzt schlafen gehen. Oben im Aufstelldach ist es immer noch sehr warm hier drin. Wir werden jetzt nochmal gut alles durchlüften. Wir werden vermutlich auch mit Fenster auf oben, also Mückengittern, schlafen. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, morgen einen Fisch zu fangen. Morgen geht's Harpunenfischen. Hoffentlich sind die Wellen nicht hoch und das Wasser klar. Denn ja, wir haben Burgerbrötchen, keine Burger-Patties. Und wir wollen es schon ewig machen, aber vielleicht gibt es morgen Abend Fischburger. Ja. Das wäre auf jeden Fall das Optimum. Wir versuchen es, ich gebe mein Bestes. Und dann werden wir erstmal eine Nacht drüber schlafen und gucken, wie morgen die Bedingungen sind. Also gute Nacht, bis morgen. Ich hoffe echt, das kommt auf den Videoaufnahmen so rüber, aber es ist so verdammt schön hier. Allein von der Natur her, vom Wasser, von den Steinen, der Strand, Einsamkeit. Es ist schon echt ein richtig, richtig schöner Ort und ich weiß nicht, ob wir heute schon wieder wegfahren können, weil so an so einen Orten, da bleibt man nicht nur eine Nacht. Jedenfalls, wenn man die Zeit hat. Wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Nochmal durchgerechnet, wenn wir jetzt jeden Tag nach Hause fahren würden. Wir sind zwar noch einen Monat unterwegs, aber wir müssen dann trotzdem jeden Tag eine Stunde fahren. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Nacht bleiben. Aber guckt euch mal das Wasser an, ey. Das kommt bestimmt auf der Kamera auch wieder nicht so rüber. Aber es ist so verdammt klar. Und ich habe so Lust, mit der Harpune fischen zu gehen, da hinten zu tauchen, mir die Unterwasserwelt anzugucken und so. Deswegen werde ich jetzt auch gleich wieder hochgehen, noch ein bisschen was frühstücken. Und dann werde ich keine Zeit verschwenden und direkt ins Wasser gehen. Ich habe so Lust. Die Wellen sind auch nicht besonders hoch. Wasser ist klar. Perfekte Bedingungen, wirklich. Ich habe richtig, richtig Lust drauf. Es ist fast so, als wäre es schon wieder mehrere Wochen her, dadurch, dass wir die ganze Zeit surfen waren zwischendurch. Aber ich weiß auch nicht. Ich freue mich einfach, das machen zu können, worauf ich Lust habe gerade. Das ist echt der Traum. Okay, das ist das ganze Zeug, was wir gebrauchen. Ich habe natürlich Blei mit, 8 Kilogramm, weil der Neopren, den ich gleich anziehe, Auftrieb hat, damit ich auch unten bleiben kann. Hier Neoprensocken, dann eine Haube und die Flossen, dann eine Tauchmaske mit GoPro und ein Schnorchel. Klar, dann die neuen Handschuhe, die ich mir extra dafür geholt habe, hier fürs Harpunenfischen. Das neue Messer mit der alten Scheide hält auf jeden Fall bombenfest. Ich habe es nochmal geprüft. Ich werde es auch unter Wasser demnächst prüfen, damit ich nie wieder ein Messer verliere. Dann ja, die Harpune an sich. Die kennt ihr ja mittlerweile. Ich habe hier das neue Cord dran gemacht. Habe die durch zwei geteilt. Das müssten jetzt so 8 Meter sein. Das reicht locker aus. Und dann halt natürlich die Boje, die vorgeschrieben ist. Und hier ein kleines Netz, wo hoffentlich ein paar Fische drin landen heute. Leider fehlt mir natürlich jetzt die Uhr, die ich sonst immer benutzt habe, wo ich genau sehen konnte, wie tief ich getaucht bin, wie lange ich getaucht bin, wie lange ich auch oben bleibe. Weil man soll so die 2- bis 3-fache Länge oben bleiben, bevor man wieder runtertaucht, damit
damit das CO2 auch wieder aus dem Blut kommt und so. Eventuell hole ich mir demnächst irgendwann nochmal eine Spearfishing-Uhr, vielleicht auch erst zur nächsten Reise, aber ich fand die echt cool. Schade nur, dass sie kaputt gegangen ist. Ansonsten hat die mir echt gefallen. Egal, kann man nichts machen. Ansonsten möchte ich noch betonen, dass Harpunenfischen die nachhaltigste Variante ist, Fisch zu fangen und zu essen. Das wollte ich nur nochmal erwähnen, weil es ja auf ersten Blick immer brutal erscheint und viele auch immer in die Kommentare schreiben, oh, wie kannst du das den Fischen antun und so. Und Robert Marc Lehmann würde das nie tolerieren und so. Robert Marc Lehmann ist der gleichen Meinung und ja, solange man keinen Fisch anschießt und sich genau den Fisch aussucht, den man fängt, ist das die beste Möglichkeit, Fische zu fangen und zu töten. Die leiden halt auch nicht lange. Das wollte ich nur noch mal dazu erwähnen. Weil immer beim kommerziellen Fischfang, müsst ihr wissen, da werden tausende Fische aufs Deck geholt, die ersticken dann teilweise. Da gibt es eine Menge Beifang. Beim Harpunenfischen sucht man sich wenigstens genau den Fisch aus, den man selbst essen möchte. Und das machen wir heute. Ich werde erstmal auf Meereschen gehen. Wie gesagt, wir wollen Fischburger probieren. Eventuell hole ich aber auch meine Geißbrasse wieder, aber nur, wenn die eine ordentliche Größe hat. Weil wir haben da noch eine Neuerung, und zwar so eine Fischzange, die man quasi auch als Grill benutzen kann. Das können wir euch dann bei Gelegenheit mal zeigen, falls ich überhaupt Fische fange. Okay, ich ziehe mich an und dann bin ich wirklich gespannt. Ich freue mich so auf das klare Wasser, aber das werdet ihr gleich sehen. Okay, Petri, würde ich sagen. Wir sehen uns, wenn ich einen dicken Fisch gefangen habe. Tschüss. Tschüss. Da schwimmen eine Menge Gelbstream rum, die wollen wir nicht. Die haben eine halluzinogene Wirkung, die haben wir schon mal geholt. Thank you.
Der Beutel sieht aber leer aus. Ist er auch. Oh. Also es waren richtig viele Fische da. Vielleicht 80% Gelbspriemen, also die, die man nicht essen sollte. Ja. Aber auch richtig schön große eigentlich, aber ich habe es gelassen. Mhm. Dann ein paar Meereschen, nicht allzu groß, zwei verfehlt. Ja. Ganz viele kleine Meereschen. Mhm. Ganz viele kleine Brassen. Sämtliche andere kleine Fische. Also es war sehr, sehr fischreich, aber alles war ein bisschen zu klein, ehrlich gesagt. Hm. Und ich habe einen Mondfisch oder so gesehen. Oh, weißt du, die, cool, die oben auch so eine Flosse haben? Ja, ja. Aber so ganz klein. Aber die sind voll rund, oder? Ja. Mondfische? Ja, wie cool. Aber keine Ahnung, ob das einer ist. Ja, ansonsten jetzt nichts Spektakuläres dabei gewesen. War aber trotzdem schön. Am Anfang war das Wasser noch ein bisschen klarer und ruhiger. Jetzt waren die Wellen noch deutlich größer am Ende. Ja. Ja, Spaß gemacht hat es trotzdem. Das ist die Hauptsache. Ich hatte die ganze Zeit Fischburger im Kopf. Habe überlegt, wie mache ich das? Wie kann ich das machen? Eine große Meeresche hätte ja schon fast gereicht eigentlich. Ja. Es war einfach keine da. Es war einfach keine da. Egal. Ja, und Gelbstream Burger, das ist zu riskant. Nicht, dass wir einen Trip schieben. Ist so. Anna hat uns eine kleine Stärkung gekocht. Gnocchis mit Käse und Zucchini, glaube ich, ne? Ja. Sieht lecker aus. Und mit Eiersatz. Ah, hab ich mal ausprobiert. Mal gucken, wie das schmeckt. Ja. Achso, und das Gewürz von dem Markt in Malaga da. Ah ja. Da haben wir reingemacht, das Scharfe. Mal sehen, wie schmeckt. Ob es scharf ist. Ist nicht zu scharf. Aber wird schon. Ist nicht so rot. Alter Schwede, war da viel Käse drin, Anna. Es hat schon gut geschmeckt, aber man kann nicht so viel davon essen. Was vielleicht auch gut ist. Also es sättigt ganz gut. Auf jeden Fall sind wir jetzt echt fertig. Irgendwie. Anna konnte auch gar nicht so viel essen, sie hatte gar nicht so Hunger. Dabei war es ihr Frühstück. Ich habe vorhin doch noch ein bisschen Cornflakes gegessen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt das ganze Zeug wieder zusammenpacken und wir werden doch fahren. Ja, irgendwie, weiß nicht, anderthalb, zwei Stunden am Mittelmeer entlang. Wie gesagt, wir müssen jetzt eigentlich im Prinzip pro Tag eine Stunde fahren. Und wir werden sicherlich noch Spots finden, wo wir am liebsten wieder eine Woche stünden. Deswegen machen wir lieber ein bisschen Strecke. Okay, ihr habt gesehen, der Weg ist nicht anspruchslos, aber geht schon. Blöd ist dann nur, wenn einer von vorne kommt auf so einem Weg und das haben wir jetzt genau der Fall. Ich glaube, da vorne einen Camper gesehen zu haben, deswegen versuchen wir hier mal, guck mal, hier sieht es ganz gut aus, hier ist ein Weg, da fahren wir mal am besten rückwärts rein, sodass der Kollege an uns vorbeikommt und ebenfalls den schönen Spot genießen kann, wo wir die Nacht standen. Übrigens, zu zweit hätte man da nicht stehen können an dem Spot. Also wir hatten Glück, dass da gestern keiner stand und er hat Glück, dass wir jetzt auch den fliegenden Wechsel hier machen können. Ich hoffe, er wartet jetzt nicht auf uns. Da. Hallo. Ja, wir haben Steine genommen zum Geradestehen. Wenn ihr Auferkeil oder so mit habt, dann ist es eigentlich ganz gut. Ja, tschüss, schöne Fahrt. Ja, also ihr seht, dass man nicht nur mit Allrad darunter kommt, sondern auch mit einem großen Mercedes-Sprinter zum Beispiel. Man muss halt nur sehr langsam fahren und
irgendwie versuchen, schlau zu fahren. Wir fahren ja manchmal provokant wirklich genau mittendurch einfach, so wie gerade eben, als es ein bisschen durchgedreht hat, weil es einfach auch ein bisschen Spaß macht. Ne? Aber man kriegt es schon hin, irgendwie so außenrum, und dann kommt man eigentlich auch mit Zweirad fast überall dahin, würde ich sagen. Wenn man ein bisschen Mut hat. Wir suchen uns jetzt ein neues Plätzchen. Vielleicht heute mal nicht am Wasser, mal gucken. Aber werden wir dann sehen. Wir haben uns da was Kleines rausgesucht. Mach mal das Gesicht, was du gerade eben gemacht hast, als du gekostet hast. Ja, Anna hat hier gerade die Gnocchis von vorhin mit Käse nochmal aus dem Kühlschrank geholt. Und kalt Käse nicht so gut, schmeckt nicht. Nee, irgendwie schmeckt heute alles nicht so gut. Oh oh. Nein, nicht so. Einfach, ich weiß nicht. Ich habe auch auf irgendwie gar nicht so richtig Appetit. Außer auf das jetzt. Na gut, okay. Wir haben übrigens einen neuen Stellplatz erreicht und ihr seht da hinten, ist ein wunderschöner Berg im Hintergrund. Sieht echt richtig cool aus. Wir stehen hier so ein bisschen an einem Weg. Nicht ganz auf dem Feld, an einem Feld würde ich behaupten. Hier rechts ist ein Baum, den zeigen wir euch morgen. Jetzt ist es eh dunkel. Was denn? Interessant, der Baum. Ja, schon. Ist wichtig für die Leute zu wissen, dass wir hier direkt an einem Baum stehen. Ja. Ein schöner Baum. Aber zeigen wir euch morgen. Und da stehen wir auch direkt an der Pyramide. Ist nämlich gar kein Berg. Ah ja, stimmt. Das ist die Pyramide von Gizeh. Ja, sind die jetzt einzelne in allerdings. Ägypten angekommen. Ja. Du bist ja ein Scherzbold heute. Okay, wir machen uns jetzt hier ein bisschen was zu trinken, was Leckeres. Ich koste das schon mal. Mir. Lecker schmeckt das. Und das ist das Abendbrot für Anna. Nein, wir machen Wraps, glaube ich. Wir nutzen das hier irgendwie, den Käse da drin, den müssen wir irgendwie wiederverwerten. Da habe ich vorgeschlagen, dass wir Wraps machen. Ja, haben wir Wraps? Mhm. Okay. Und dann auf geht's. Guten Morgen, wir wollten gerade mal den Stuhl aufstellen, dann haben wir den aus dem Bus geholt und dann waren da so eine dicken Ohrenkneifer hier, aber nicht nur zwei, sondern insgesamt fünf Stück. Die anderen sind jetzt hier wahrscheinlich schon irgendwo rumgekrabbelt, hier ist noch ein dritter, ja, waren halt fünf Stück, keine Ahnung, wo die jetzt herkommen, ob die jetzt in unserem Bus gelebt haben oder so, aber, oh okay, Anna schreit schon. Wo denn? Wo denn? Unter den Schrank geklettert. Ja. Oh nein, nicht, dass die hier Babys kriegen. Dann als Haustiere im Bus. Nein, Bro, bleib stehen. Nimm ihn einfach, der kneift dich. So, hier, der ist weg. Okay, vielleicht waren das ja auch nur sechs. Okay, ich denke, das war es jetzt erstmal. Vermutlich kommen die daher, weil die Stühle draußen standen am letzten Spot. Ansonsten seht ihr hier vielleicht, Anna hat mich ein bisschen gekratzt. Muss wohl irgendwie in der Nacht passiert sein oder so. Auf jeden Fall bin ich heute Morgen so aufgewacht. Das wird ordentlich rot werden wahrscheinlich. Ansonsten werden wir jetzt erstmal den Bus aufräumen und dann ja, ein bisschen noch hier stehen bleiben und dann nachher wieder weiterfahren, noch ein bisschen Strecke machen. So ist der Plan für heute. Also nachdem ich jetzt Ananas und Banane so aufgeschnitten habe, das gegessen habe, dachte ich mir, ich spiele ein bisschen Fußball oder ich übe ein bisschen Fußball und zwar Ball hochhalten, weil das will ich schon ewig lang besser können. Ich schaffe vielleicht zwei, drei Mal und dann fliegt er mir weg. Deswegen dachte ich mir, ich übe es ein bisschen und plötzlich merke ich, oh nein, meine Haare sind offen, ich muss meinen Zopfgummi verloren haben. Laufe ich hin und her und suche es, fasse mir einen Hinterkopf und merke, dass ich meine Haarklammer drin habe, die aber so nicht sehr viel bringt. Da sie, ja, keine Ahnung, was sie da macht. Aber ja, kurze Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Okay, ich habe kurz eine Offroad-Tour hier mit dem E-Bike gemacht. Habe mich ein paar Mal fast hingepackt, aber zum Glück nicht ganz. Und Anna hat in der Zeit der restliche Ananas hier aufgeschnitten. Und die schmeckt so verdammt gut. Vor allem, weil ich heute zu wenig getrunken habe. Wir werden übrigens jetzt alles wieder einpacken und dann weiterfahren.
Wir sind halt hier nicht am Wasser, da kann man irgendwie echt wenig machen. Also unsere ganzen Aktivitäten, Surfen, Tauchen, was auch immer, hat irgendwie alles mit Wasser zu tun. Achso, was vergessen. Hier, lange Reisebesteck. Schmeckt gleich viel besserer. Besserer. Gott, Max, kannst du überhaupt Deutsch? Boah, guck dich den mal an. Was hat der denn? Also wenn man von so einem hier gerammt wird, dann ist aber vorbei, glaube ich. Also nicht vorbei, aber aua, aua. Ich weiß auch nicht, ich mag Schafe irgendwie. Ich finde Schafe cool. Oh, da ist ein Verletzter. Oh nee. Oh, kommen die Hunde. Ich dreh mal lieber um. Okay. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen dumm, so dicht an die Herde ranzugehen. Siehst du den Verletzten, Anna? Voll schade. Der hat so ein ganz dickes Bein. Kommt gar nicht hinterher. Ich hätte auch fast gerade ein dickes Bein gekriegt. Hä? Ja. Ich hab den nicht gesehen, ich hab die gesehen und bin deswegen weggegangen. Oh, jetzt hab ich mich erschreckt. Oh. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass er dich beißt, weil er war schon nah dran. Ja. Boah, ich hätte auch Angst gehabt. Vor allem die zwei waren ja eigentlich gechillt. Bis ja, ne, der hat da gebellt so ein bisschen, ne? Ja, der hat gebellt. Aber nicht zu mir, der hat zu den Schafen. Ich glaube, der hat so ein bisschen gebellt, weil er war, oh, okay, da kommt jemand. Ja. Und der andere ist dann komplett ausgerastet und deswegen sind die anderen dann auch auf ihn zu. Okay. Tschüss. Tschüss. Okay, was lernen wir daraus? Schafsherden nicht nähern. Es sei denn, die Schafsherde kommt zu einem, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber ja, so Schafshüterhunde, die machen halt ihren Job, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Ich weiß auch nicht, ich finde Schafe süß. Ich wollte mir die einfach nur ein bisschen dichter angucken. Bin ja nicht wirklich dicht rangegangen. Aber nächstes Mal gucke ich lieber doch wieder aus der Ferne. Wir haben ja jetzt auch ein Fernglas übrigens. Also vielleicht einfach damit dann nächstes Mal. Also ich glaube, die haben es eilig. Wahrscheinlich Feierabend hier. Heizen damit 50 übers Feld, das gibt's ja gar nicht. Der da vorne auch schon. Max hat gerade zum ersten Mal den Pulli an. Wusste ich gar nicht. Ist gemütlich. Anna hat sich ja den direkt unter den Nagel gerissen. Deswegen hatte ich noch gar keine Zeit, den anzuziehen. Aber jetzt ist es meiner. Nein. Doch. Mm-mm. Doch. Ich finde einfach so geil, dass die Kapuze so groß ist. Weil bei allen anderen Pullis, außer bei dem Gebrüder Lange Pulli und dem, habe ich immer so das Gefühl, dass der Nacken so eingeengt ist und dann, wenn ich die Kapuze aufsetze, kriege ich immer so Nackenschmerzen, weil der Kopf so runtergezogen wird. Ja. Und ich habe einfach so viel Platz in der Kapuze, da passt gleich ein zweiter rein. Voll ich finde es gut für den Winter. Also wenn es wirklich Winter ist und ich einen Schal anhabe, habe ich richtig oft so einen Struggle mit den Kapuzen mal. Und dann kann man das einfach trotzdem noch drüber ziehen. Und es wird nicht zu eng am Hals. Aha. Ich trage keine Schals, keine Ahnung. Aber wenn du das sagst, dann ist gut. Ja, cool. Ja, gut, dass jetzt Winter ist, ne? Ja, jetzt kannst du ihn wieder ausziehen. Nein, meiner. Ich hab dich nicht umsonst angezogen. Naja, ich habe mir wenigstens das T-Shirt geschnappt. Was? Nichts, nichts. Ich weiß nicht, ob man es hört. Der Wind ist ziemlich stark. Aber alle fahren hier mit Motocross lang. Und da kommt Max angefahren. Oh Gott, hoffentlich fällt er nicht hin. Ich hab kurz ein Rennen mit den Jungs gemacht. Ja, ich glaube auch. Das Fahrrad wird bis an seine Grenzen getestet. Ich brauche noch gar kein Motocross. Ganz cool. Also, die Jungs sind jetzt da hinten. Wenn du schnell den Berg rauf fährst, dann glaube ich, holst du sie noch ein. Nee, wir haben abgemacht, dass es denn hier lang geht. Wir haben auch hier weggefahren, weil ich zu schnell war. Wir sind dann die richtige Huppelpiste weggefahren, schnell, ne? Ja. Die war dir zu leicht, ne? Ja. Guck mal, nie. Oh. Oh. Guck, das kann die nämlich nicht. Nee. Siehst du? Ich glaube auch. Hast du den richtigen ausgesucht, Anna? Ja. Den coolsten. Du musst näher rankommen, sonst bist du zu weit weg. Ja, warte mal. Du musst auch dabei fahren. Ach was. Wenn du stehen bleibst, ist schwierig. Ja, oh ja! Ja, das war auch noch eine Schleife. Das war ja schon fast gut.
Ja, hast du gedacht, ne? Ja. Letzter. Ui, bitte, bitte, bitte. Egal. Lass es lieber. Das ist peinlich. Mach du besser, los, mach. Hast du schon mal einen Wheelie gemacht? Nein. Siehste. Soll ich machen? Ja. Ich hole schon mal den Verbandskasten raus. Wie, so tief fährst du? Ja, Stop. Dann bin ich näher am Boden, dann fall ich nicht so tief. Ach so, na ja, gut, okay. Mach was. Einfach doll reintreten, hochziehen. Nein, nicht so doll treten. Du musst schon doll treten. Bereust du schon, dass du drauf eingegangen bist? Nein, nein, nein. Du machst dich nämlich gerade zum Lachs. Oh! Oh! Nicht schlecht. So geht das also. Okay, okay, okay. Mach hier nicht. War das schon? Ja, fast. Nein. Ja, das üben wir nochmal, Anna. Ich bin ja schon dabei. Du hast mal jetzt noch einen richtigen. Dann können wir die Leute endlich entlassen hier. Aber, wow! Okay, okay, nicht schlecht. Aber du hast abgebrochen. Warum hast du abgebrochen? Na, weil ich erschrocken war, wie hoch ich komme. Ach so. Okay, ich glaube, damit können wir es belassen. Sehr gut gemacht. Ich bin halt ein Biker-Profi. Die lachen dich zu Hause alle aus, Anna. Und mich auch. Weil wir beide Quatschkrippe sind. Gesund. Stimmt. Dann leben alle länger. Na gut, okay. Tschüss. Tschüss. Gut. Eingepackt und wir fahren weiter. Ja. Wir fahren den Platz, wo wir schon mal waren. Mal gucken, ob ihr den wiedererkennt. Vielleicht können wir da nochmal surfen. Oh, das wäre cool. Ja. Und vorher noch einkaufen. Ah ja, vorher noch einkaufen, genau. Wir haben nämlich Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Und wir haben keinen Burger gegessen diese Woche, so wie letzte Woche. Das heißt, wir müssen Burger kaufen. Ja. Wollen wir heute Burger machen? Ja. Cool. Glaubst du mir jetzt, dass du in der Luft hängst? Ja. Räder wechseln jetzt. Ja. Stopp. Das ist halt das Problem, wenn man keine Differentialsperre hat. Dann drehen die Räder halt durch, die in der Luft hängen. So wie jetzt zum Beispiel. Vorne rechts und hinten links. Da muss man halt gucken, dass man irgendwie anders geht. Oh! Oh! Da hilft dann meistens nur ein bisschen Schwung. Okay, Einkauf ist erledigt. Wir lassen das jetzt erstmal so und räumen das dann am Platz ein. Wir wollen möglicherweise noch im Hellen ankommen, sofern das funktioniert. Ja. Mal gucken. Wir müssen noch eine Stunde fahren ungefähr. Und dann zeigen wir euch mal den Tiefkühler nochmal. Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm ist. Anna hat es ja schon gesagt, aber das ist ja wirklich, der ist ja 50% kleiner durchs Eis. Ja, da haben wir uns gut verschätzt. Ne? Waren wir optimistisch. Es ist 22.48 Uhr. Es ist natürlich nicht mehr hell. Aber egal, wir haben ein Plätzchen gefunden. Wir stehen hier oben wieder dort, wo wir das letzte Mal auch standen. Zeigen wir euch morgen. Da unten ist das Meer. Vielleicht hört man es rauschen. Wartet kurz. Vielleicht auch nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt Burger. Und da freuen wir uns beide drauf. Ich muss ja leider noch ein bisschen was am PC machen, aber Anna regelt das. Und dann gibt es die besten Burger der ganzen Reise. Ach so, okay. Ja, mit angebratenen Zwiebeln und gerösteten Zwiebeln und noch mehr Zwiebeln und... Was war das? Eine Wasserflasche. Ah, okay. Eigentlich wollten wir euch den Tiefkühler mal zeigen. Anna, zeigst du denen nochmal den Tiefkühler einmal kurz? Weil ich nicht morgen machen will, das muss ich... Ah, ich brauche sowieso die Burger Patties daraus, wir nehmen nicht neue. Ja, perfekt. Hier, dann nimm mal. Du kannst gleich mal reingucken. Also, unser Kühlschrank, gut gefüllt, wie man sieht.
Und das ist unser Tiefkühlfach. Man sieht, wie viel Eis da einfach drin ist. Also es ist echt heftig. Und die Sachen kriegt man teilweise auch gar nicht rausgezogen, weil das Eis hier so runter... Im Eiszapfen im Kühlschrank. Naja. Hier, Max. Oh, danke schön. Fanta Limon. Mega. So, das Festmahl ist angerichtet. Das sieht richtig, richtig lecker aus und ich sterbe vor Hunger. Lass uns bitte in diese Burger reinbeißen und zwar sofort. Wir haben übrigens Doppelte gemacht. Kannst du kurz einmal zeigen? Ja, das sind so rote Beet-Burger diesmal. Die waren im Tiefkühler vorher, habt ihr ja gesehen. Und den mussten wir leer machen, habt ihr auch gesehen deswegen. Und jetzt wird, ach, guck mal, meiner sieht gar nicht doppelt aus hier. Ich weiß auch nicht, Anna baut immer in die Höhe und ich eher so in die Breite. Ja. Guten Appetit. So, Freunde, es ist 1.40 Uhr nachts, morgens besser gesagt. Wir werden jetzt schlafen gehen. Ich bin todmüde. Anna hat gerade noch das lange Reisenvideo geguckt. Ist sehr lang. Das Video? 1 Stunde 41 ist schon hart. Cool. Ist cool? Mhm. Schön. Ist witzig. Freut mich. Wollen wir schlafen gehen? Wie lange geht das Video? 14 Minuten. Willst du es noch zu Ende gucken? Machst du morgen, oder? Okay. Gute Nacht. Das, ich mach das nicht, ich fasse den nicht an. Jedes Mal, wenn ich hoch und runter falle, also kommen welche aus den Stäben gefallen und so. Also meinst du, die sind im Stuhl oben drin? Die sind jetzt schon 6 Stück rausgefallen. Die sind in den Röhren. Ach so. Das ist so räudig. Boah. Also das ist, nee, das wird nicht cool. Jetzt eine Ohrenkneifer-Orgie hier in den Stühlen oder was? Ja. Ich schüttel dann und sie fallen raus. Da. Bäh. Ja, müssen halt alle krank rausschütteln. Ist nicht so schlimm, Anna, die machen nichts. Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind ja echt viele. Ja, Rasenschnell. Komm mit. Warum können die nicht einfach hier draußen leben? Guck mal, wieso rennen alle zu unserem Bus? Alle. Let's go! Können wir ein Blatt nehmen und die weg? Ich will mal gucken, wo die hinlaufen. Beobachte die mal, wo die hinlaufen. Mal gucken, was die für eine Mission haben. Oh, laufen alle zu mir. Ja, die suchen die Tür. Weißt du? Ja, die fühlen sich richtig wohl. Irgendwann sind sie in unseren Betten. Ja, guten Morgen erstmal übrigens. Ihr seht, wir sind wieder an dem Platz, wo wir schon mal waren. Wo wir den lieben René kennengelernt haben. Und es ist leerer. Es ist halb so voll wie letztes Mal. Auch hinten die ganze Familienecke mit den großen Wohnmobilen, Bussen und so, ja. Die ist komplett leer. Ich weiß nicht, ob sie die geräumt haben oder ob wieder Schulzeit ist oder so, keine Ahnung. Ja, aber es ist ganz idyllisch. Vielleicht wechseln wir sogar noch mal hinten an den Platz unter die Palmen. Wissen wir nicht. Vielleicht gucken wir erstmal vorher, ob es wirklich frei ist, weil von hier sieht es frei aus, aber ich weiß es nicht. Hol mir das Fahrrad raus und ich düse los. Ja, genau, können wir gleich mal machen. Hi. Und? Also, alles leer. Also es ist sandig, vielleicht sind deswegen auch alle weg. Ah ja, ist richtig, der Weg ist auch sandig? Ich konnte nicht durchfahren. Ah okay, ja, deswegen sind da keine größeren. Genau. Ja, dann fahren wir da hin, oder? Unter die Palmen. Ja, ich fahre erstmal jetzt in die andere Richtung. Okay. Und dann guck mal, ob die Wellen gut sind, aber ich glaube nicht heute. Aber trotzdem, guck mal, wie voll der andere Platz ist vorne. Mach ich. Okay, bis gleich. Tschüss. Und der Camper da mit der Flagge, ja, ist eine Pizzeria. Wirklich? Da steht Pizza drauf, also... Wirklich? Ja, du kannst dann Pizza, glaube ich, dir holen. Oh, wie cool. Das muss man auf jeden Fall machen. Ja. Okay, cool. Hey, tschüss. Was grinst du so beim Fahren? Was lachst du so? Na, die haben gesagt, Frühsport. Ich so, ja, weil ich ein E-Bike habe. Und? Hast du was Neues entdeckt? Ja, das würde dich jetzt interessieren. Das würde mich interessieren? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Nein, also nicht so doll. Wellen sind scheiße. Es werden gerade Toilettenhäuser da hingestellt. Echt? Die wurden gerade runtergelassen. Die sind vor mir in der Luft gebaumelt. Ach, krass. Die Restaurants sind beide offen, die da waren. Unten auf dem Parkplatz kein einziger Camper mehr. Nur noch ganz viele Autos, halt gerade von Leuten, die wahrscheinlich arbeiten. Und die Strände waren schon ein bisschen befüllt. Und oben auf der Plattform stehen noch richtig viele Camper. Ah, ja, da steht sogar direkt oben so ein LKW, der ausgebaut ist. Ja, also haben sie definitiv geräumt. Ja, unten dort zumindest. Unten, ja. Übrigens, der kleine Beetle da mit dem Dachzelt. Das ist ein Bekannter von uns und wir suchen uns jetzt, wie gesagt, da hinten einen Stellplatz an den Palmen. Problem ist, da ist echt loser Sand, Beetle, Zweirad, ein bisschen tiefer gelegt ist er sogar, 20 Zoll Felgen. Wir sind gespannt. Marcel meint, es klappt schon. Ich fahre mal hinterher und gucke mir das Ganze an. Und dann mache ich die Sandboards schon mal ab wahrscheinlich. Ich glaube, ich fahre erstmal auf diesen einen Hügel.
dann werde ich Gas geben und sehen, dass ich da durchkomme. Okay, ich fahre vor und Film von vorne. Oh Mann, ich bin gespannt, ey. Ich auch. Krass. Ah, okay. Aber fast. Nicht schlecht. Naja. Fast geschafft. Die Hälfte habe ich, ne? Und immerhin nicht eingegraben. Nicht? Nee. Noch gut. Ich würde sagen, wir holen die Sandboards und dann den Rest machen wir so. Aber guck mal, das waren jetzt vielleicht 70% schon. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber mit Schwung und leichtes Auto. Ja. Breite Reifen. Nicht schlecht. Vor allem mit dem Profil, ey, das ist echt krass. Die sind eigentlich für die Rennstrecke gemacht, gefühlt, ne? Eigentlich schon. Heißen ja Sport-Contact und nicht Offroad. Sand-Contact. Sand-Contact, genau. Sandboard runter und dann den Rest da noch. Und dann stellen wir uns da unter die Palmen, würde ich sagen. Bar. Muss ich noch ein bisschen rauslassen, damit wir im Sand mehr Traktion haben. Wollte ich schon immer mal probieren. 2,1. Wie viel wolltest du haben? Ich dachte so 1,5. Manche sagen 1 Bar. Okay, die Reifen sind jetzt ein bisschen abgelassen. Und dann probieren wir mal außen rum zu fahren, an ihm vorbei, am Strand lang. Und hoffen, dass wir uns nicht auch festfahren, ne? Aber wird schon. Ich bin ein guter Dinge. Also, ihr steht da hinten drauf. Jetzt steht da hinten auf Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Stopp. Ja, ein Stück zurück nochmal. Noch ein bisschen. Ja, stopp. Und stopp. Stopp. Ja. Ja, weiter. Langer Abschleppdienst. Das sah irgendwie cool aus. Cool. Rückweg machen wir das gleich so. Guck mal, der Sand hier oben jetzt. Ja, das ist geil hier. Der Sand. Hey, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich auch nicht. Ich stelle jetzt da unter die Palmen, schön den Schatten. Und rückwärts wegen dem hier. Vier Palmen, sechs Palmen oder so, ja, aber auch fast vier. Passt schon. So, ihr seht, das Motiv ist sehr, sehr ähnlich den Shirts, deswegen haben wir uns jetzt erstmal so hin positioniert. Wir werden uns jetzt aber vermutlich da oder da hinstellen, nochmal drehen, Aufstelldach Richtung Wasser und so. Ja, das war jetzt hier nur ein bisschen Fotoshooting. Jetzt park mal richtig. Ich muss übrigens sagen, das mit der Abschleppaktion hat gar nicht mal so schlecht funktioniert. Wir haben es halt richtig langsam gemacht, ohne Schwung, was halt wahrscheinlich sinnvoller ist. Trotzdem werden wir uns für nächste Reise auf jeden Fall ein kinetisches Abschleppseil holen, damit wir hier nicht mit irgendwelchen Spanngurten rumhantieren. Wir wissen, das ist nicht ganz ungefährlich. Nur nochmal an der Stelle. Ansonsten gucken wir uns dann mal das Dachzelt an. Ich finde es übrigens krass, dass er im Beetle unterwegs ist. Da ist wirklich nicht viel Platz. Man muss halt immer das Dachzelt aufbauen und so. Na, das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Da bin ich gespannt drauf. So, mittlerweile ist es schon, ich weiß nicht, 16 Uhr oder so. Wir haben gefrühstückt, dann hatte ich ein bisschen Struggle, noch ein Video hochzuladen, aber das ist alles egal. Denn gleich geht es Bierfischen, es geht Tauchen und zwar dort hinten an die Spitze. Da waren wir schon angeln, das ist jetzt aber auch schon 2 Monate her wieder. Ich denke, da wird ein bisschen was rumschwimmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Harpune und so habe ich schon alles bereitgelegt, das ganze Zeug. Aber vorher gucken wir uns nochmal ein bisschen den Beetle an, Dachzelt und ein bisschen was drin. Das ist bestimmt spannend. So, erstmal nochmal zu dir. Du bist Marcel. Genau. Hi. Hi. Du bist im Beetle unterwegs.
Mit Dachzelt. Mit Dachzelt. Das ist was sehr Besonderes, finde ich, weil ich persönlich habe es bisher auch nur auf Instagram gesehen. Das ist schon krass. Also klar, mit Dachzelt ist ähnlich wie das, aber man kann halt nicht von innen reingehen, man muss von außen rein. Und es ist halt einfach, es ist höher als das Auto, oder? Das Dachzelt an sich? Oder fast genau, oder so genauso? Könnte ich mir vorstellen, ja. Habe ich schon nicht nachgemessen, aber... Aber es sieht schon cool aus. Du hast auch schon vorhin angedeutet, es war gar nicht so leicht, die Dachträger zu finden für ein Beetle. Ja, ja. Aber letztendlich hält es jetzt alles, das ist die Hauptsache. Und du bist auch schon viel unterwegs gewesen. Ich war schon mit Dachzelt viel unterwegs. Genau, zu Hause bin ich immer mal am Wochenende unterwegs. Ich war schon in Schweden mit dem Dachzelt und jetzt halt meine Europatour. Ja. Wo geht's für dich dann noch hin? Portugal bestimmt? Genau, hier geht's jetzt weiter Richtung Süden noch das Stück. Ja. Dann Portugal wieder hoch, Frankreich hoch und dann nach Skandinavien. Ach so, vielleicht sieht man sich nochmal in Norwegen oder so. Vielleicht. Ende Sommer sind wir da. Da wird's vielleicht schon ein bisschen kälter, ja. Aber das sehen wir dann. Genau, ich sehe schon, du hast hier hinten einen schönen Heckauszug. Kofferraum geht nicht ganz so weit auf wegen des Dachzelts, aber man muss ja nicht drunter stehen. Ginge es eigentlich so hoch, dass du hättest drunter stehen können? Nee. Dann ist eh egal. Dann ist eh egal. Okay, kommen wir zum Auszug. Den hast du selbst gemacht, auf jeden Fall. Ganz einfach eigentlich. Ich habe vorne zwei Möbelrollen dran gemacht. Die fahren auf der Schiene rein und raus. Und dann Holzbrett genommen, so einen kleinen Fuß gebaut. Der ist sogar höhenverstellbar. Oh. Und obendrauf steht dann meine Kühlbox und meine zwei Equipmentboxen. Ja, sehr schön. Kühlbox ist neu, hast du gesagt. Erste genau. Reise mit der Kühlbox. Genau, bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Man kann immer schön abends ein kühles Bier trinken. Das ist die Hauptsache. Genau, aber eine Kühlbox braucht auch Strom. Da kommen wir gleich mal zur der Kiste da. Da hängen ein paar Kabel raus, sehe ich. Genau, man sieht nicht viel. Hier ist eine 100 Amperestunden AGM-Batterie drin. Die werden während der Fahrt von der Lichtmaschine geladen. Damit versorge ich im Winter die Heizung, die ich auch dabei habe. Ja, richtig. Und im Sommer jetzt meine Kühlbox. Ja. Und mehr braucht man auch eigentlich an Strom nicht. Vielleicht mal Handy oder Tablet oder so. Genau. Ansonsten ist es ja das Wichtigste, das denke ich bei uns auch, der Kühlschrank halt, klar. Vor allem an so Tagen wie heute. Ansonsten halt Konserven, ist klar. Genau. So, der Auszug kommt da hinten rein. Genau, der fährt einfach auf den Holzschienen dann nach hinten. Mhm. Und den Fuß, den kann ich einklappen, mit einem Riegel festmachen und dann habe ich hier sozusagen eine zweite Etage, wo dann die Kühlbox und das draufsteht und drunter kann ich dann mein Essen lagern. Sehr schön. Also es ist minimalistisch, aber es funktioniert, es hat sich bewährt. Du bist schon viel damit unterwegs gewesen. Auf jeden Fall, ja. Was ich da sehe, du hast Töpfe, die ineinander zu stellen sind. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir optimieren müssen, weil unsere Topwirtschaft ist nicht besonders. Ja, einen großen und einen kleinen ist immer ganz praktisch. Zumindest mal, auch wenn ich nur einen Kocher habe mit einer Flamme, aber zwei Töpfe sind mir da doch schon sehr wichtig. Ja, das glaube ich. Ansonsten hast du vorne auf dem Beifahrersitz noch ein bisschen Zeug, habe ich gesehen, ne? Genau. Einmal habe ich hier meinen 30 Liter Wasserkanister. Mhm. Nochmal hier 10 Liter. Meistens fülle ich das dann hier rein mit Hahn. Das heißt, man kann auch recht sparsam mit dem Wasser umgehen. Ich komme so 2 Wochen ungefähr mit dem Wasser hin. Krass. Ansonsten ist hier noch ein bisschen Kleidung. Der Rest von der Kleidung ist hier hinten noch mit drin. Ja, das war es auch hier vorne schon. Das Wichtigste auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir mal zum Zelt hier, wenn wir schon da dran stehen. Ihr seht, hier ist eine kleine Leiter aufgebaut. Genau. Das Zelt habt ihr vorhin auf der Timelapse gesehen, wie es aufgebaut wird. Ging relativ fix. Was schätzt du, wie viele Sekunden brauchst du? Wenn es regnet, aufbauen ist schneller, 30 Sekunden. Aha. Und zusammenbauen, wenn es schnell gehen muss, in 2 Minuten. Okay, aber das ist echt im Rahmen. Schnell, das ist nicht schlecht. Ja. Dann machen wir auf das gute Stück. Ich habe selber noch gar nicht so richtig reingeguckt. Genau, also. Du meinst schon 1,20 breit, ne? Genau, 1,20 breit, 2 Meter lang. Ja. Ich habe jetzt meinen Schlafsack nicht mehr hier drin. Ich habe noch meine Bettdecke dabei. Ich finde das ein bisschen angenehmer zu schlafen. Kopfkissen, noch ein Kissen zum Anlehnen hinten an der Zeltwand. Mhm. Matratze ist ja sowieso dabei. Also hat, glaube ich, jedes Dachzelt. Die ist gut dicht. Ja. Dicht. Ah ja, das kenne ich hier. Das hat die Lemmix auch, damit das unten lüftet, ne? Genau, das ist eine Mesh-Unterlage. Ja. Die ist, glaube ich, 1 cm dick. Reicht auch. Eine Isomatte noch, die braucht man aber eigentlich nicht, weil unten im Zeltboden ist auch eine Isomatte eingenäht. Und ich hatte von unten noch nie Probleme mit Kälte. Cool. Auch wenn das in dem Zelt hier besonders ist, dass es ein Lattenrost sozusagen hat. Ah ja. Genau. Dann habe ich hier, ganz, ganz toll, eine Schuhtasche. Das heißt, ich kann mit Schuhen die Treppe hochgehen.
ist immer ein bisschen angenehmer. Mich hier auf die Kante setzen, die Schuhe da reintun und so habe ich keinen Dreck im Zelt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Ansonsten kannst du, ich glaube, das ganze Bettzeug und den Schlafsack lässt du auch da drin, ne? Genau, das bleibt alles hier drin. Das ist eigentlich nicht übermäßig dick dann von der Höhe her. Ja. Okay, ich habe vorhin schon gefragt, maximal auf der Autobahn so 100 km/h ist entspannt mit Wind? Ja, 100 km/h fahre ich meistens. Es geht auch mal schneller zum Überholen oder wenn man mal etwas zügiger wohin muss. Aber 100 km/h ist, denke ich, auch eine gute Reisegeschwindigkeit. Ja, denke ich auch. Wir fahren auch nicht unbedingt schneller. Nicht schlecht. Also, ihr seht, ups, ich falle hier hinten über den Stuhl, das seht ihr nicht. Ihr seht, man kann mit einem kleinen Auto auch unterwegs sein. Ist anscheinend kein Problem. Alles dabei. Alles dabei, was man braucht. Ja, ich vermisse nichts und mir gefällt's. Das ist die Hauptsache. Nee, finde ich richtig cool. Und hier drüben, da habe ich vorhin gedacht, das wäre eine Markise, ehrlich gesagt. Ja, ja. Fast. Das ist mein Duschzelt. Also ich benutze es oder habe es mir hauptsächlich geholt, damit ich da meine Toilette reinstellen kann, die ich auch dabei habe. Das ist ganz einfach. Einfach aufmachen, dann hier die Klipse aufmachen, rechts und links. Dann kommt das runter. Ist natürlich für mein Auto ein bisschen lang, aber das stört nicht so sehr. Oha. Aufmachen. Mach mal hier. Das unten kann man mit Heringen dann festmachen. Dann kann man duschen oder seine Toilette reinstellen und hat so ein bisschen Privatsphäre. Ja. Genau. Sehr schön. Das ist echt richtig cool. Auch Täschchen drin. Hier hat man sogar eine Lampe für nachts. Oha. Powerbank anschließen, LED-Leiste an. Ah, nicht schlecht. Sowas brauchen wir auch. Bei uns kommt das dann wahrscheinlich an die Heckklappe ran. Dann brauchen wir halt kein Gestell zumindest. Aber so ein Duschvorhang, gerade für Duschen mit Wind, ist halt kalt sonst, ne? Ja. Den ist schon cool. Auf jeden Fall. Ansonsten hattest du schon mal so doll Wind, dass du weggeflogen bist oben? Nee, so schlimm war es noch nie. Also meistens suche ich dann geschützte Orte. Ja. Und guckst vorher bei Windfinder. Genau, guck vorher bei Windfinder. Schaue ich mir nach Plätzen entweder irgendwo im Wald oder wo halt ein Hügel geschützt dann ist und dann geht das. Zur Optik nochmal, ist natürlich tiefer gelegt, sieht auf jeden Fall stark aus und auch mit so einem Auto kommt man eine ganze Strecke durch den Sand. Was ich vorher hätte, also nicht gedacht hätte unbedingt, aber ich fand, mit dem ersten Anlauf bist du schon gut vorangekommen. Mit Anlauf und mit ein bisschen Hilfe hat es dann funktioniert, auch hier an den schönen Spot zu euch zu kommen. Ja. Das ist cool. Okay, dankeschön für sehr die Rundtour. Sehr gern. Sehr interessant. Ich gehe jetzt nochmal Spearfischen, wie gesagt. Und ich hoffe, dass ich mit Abendbrot zurückkomme. Der letzte Fisch ist doch schon ein bisschen her wieder, ehrlich gesagt. Ich mache mich rein. Einer macht hier ein bisschen sauber. Dankeschön. Wir haben noch ein bisschen Reinigungszeug von Marcel gekriegt. Unglaublich, was in den Beetle alles reinpasst. Aber wenn ich wiederkomme, ist sie sauber. Und du kriegst Essen. Ist das ein Deal? Wenn du nicht Essen mitbringst, dann schläfst du draußen. Ist das ein Deal? Was zählt alles als Essen? Nein, okay, ist okay, du darfst auch so zurückkommen. Deal. Okay, bis gleich. Nur du kochst dann. Was? Viel Glück. Danke. Oder Petri Heil. Danke. Thank you.
Ihr seht, da hinten kommt die Polizei. Mal sehen, ob es jetzt Ärger gibt. Ich hoffe nicht. Nee, sie lachen. Und fahren weiter. Vielleicht haben wir den Boden aus. Okay. Ihr seht. Bleiben stecken? Oh nein. Oh, sie sind stecken geblieben. Sie kommen aber wieder raus. Ja. Wenn nicht, müssen wir helfen. Oh nein, ey. Das ist krass. Krass? Hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Also, wir fahren doch lieber jetzt da lang, anscheinend. Weil den anderen Weg sie nicht durchgekommen sind. Echt komisch. Also wir wissen, wir werden auf jeden Fall da lang zurückfahren, damit wir nicht stecken bleiben wie die Polizei gerade. Hier sieht man noch die Spuren. Oh ja, man sieht erstens schön glatt gestrichen. Und hier sind sie immer wieder mit den Vorderrädern eingesackt und stecken geblieben. Also ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Sie kam gerade mit Pizza vorbei. Ich habe meine schon fast aufgegessen. Ich auch. Marcel auch. Sie war echt sehr lecker. Und die haben da hinten, also ganz da vorne in den Van, und verkaufen die Pizza. Und wir haben ein Stück zum Probieren bekommen. Keine Ahnung, wie sie die machen. Aber die machen den Teig wohl selber. Für welche? 5 Euro pro genau. Pizza. Und eine ganze Pizza kostet 5 Euro. Und sie haben uns heute Abend auch eingeladen, weil sie Lagerfeuer und sowas machen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall vorbeischauen. Max ist noch im Wasser tauchen, der wollte ja Fisch mitbringen. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Also sie meinten, sie machen morgen Abend auf jeden Fall auch ein Lagerfeuer und wir können uns Pizza holen. Ich finde, das ist ein echt cooles Angebot, oder? Auf jeden Fall, ja. Hallo. Na? Ja. Ich sehe, du hast was mitgebracht. Na, ja, eventuell. Ich habe einen Tintenfisch vom Angler. Wirklich? Ja. Ich hatte als Köder benutzt, glaube ich, aber es ist abgerissen gewesen. Und zwei Meerbrassen. Ah. Ja, zwei. Machen wir uns zwei Meerbrassen heute in der Pfanne, oder? Ja. Cool. Was denn? Das Problem ist, vorhin kam eine Frau vorbei und hat uns Pizza umsonst ein bisschen gegeben. Wirklich? Ja, zum Probieren. Die aus der Pizzeria, der Pizzeria-Van. Und sie war so lecker. Oh. Sie war so lecker. Oh. Er hat auch ein Stück gegessen. Okay. Eine ganze Pizza, 5 Euro. Oh, krass. Also heute oder morgen, sie sind morgen noch da, müssen wir unbedingt Pizza essen. Die war wirklich unglaublich lecker. Das glaube ich. Ja, müssen wir machen. Ja. Aber heute gibt es erst noch zwei Fische. Ja. Wir können ja auch eine Pizza holen und zwei Fische dazu machen. Ja, Fische sind auch sehr lecker. Ja. Hast du gut gemacht. Okay. Wir müssen dir noch was erzählen, Max. Die Polizei war vorhin da. Wirklich? Ja. Und? Sie ist vorbeigefahren. Und? Und plötzlich hat sie sich festgefahren. Wirklich? Ja. Und sind tatsächlich rausgekommen, aber wir haben uns beide schlapp gemacht. Hier durch? Da? Nee, hier links. Ja, krass. Und die haben nur Marcel in seinem Beetle gesehen und haben sich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Ja. Und wir hatten Angst, dass die uns wegschicken, ja. Aber sind vorbeigefahren, haben geguckt. Weitergefahren, stecken geblieben. Und dann haben sie umgedreht und sind in ihren hier wieder raus. Ist ja witzig. Ja. Okay, cool. War witzig. Nicht schlecht. Was ihr so erlebt, wie lange war ich denn weg? 3 Stunden. Ja. Noch länger? Oder 3 Stunden? Passt schon, ne? Naja. Also ich sag mal so, ich bin bis hinten in die andere Bucht. Ja. Und da waren viele Fische. Mhm. Zwei Meereschen, zweimal daneben geschossen, aber die waren auch nicht so groß, waren so medium. Dann bin ich halt hier zurück. Da habe ich da den ersten Meereschenschwarm gesehen, als du mit der Drohne geflogen bist. Ja. Da bin ich ewig hinterher und dann waren sie halt weg. Mist. Und dann habe ich hier gesagt, okay, ich habe schon Lust, einen Fisch zu essen. Und dann habe ich zwei Meerwasser geholt, hier vorne. Ja, also okay. Bin ich völlig umsonst bis da hinten. Oh nein. 500 Meter geschwommen. Ich bin vorhin Drohne losgeflogen, da warst du um Berg herum. Und Signal war weg. Signal war weg und ich habe voll Panik bekommen. Ich so, nein, shit, das ist mir noch nie passiert. Oh Gott, nein, ich muss sie jetzt zurückbekommen. Und dann fragt er, welche Höhe hast du eingestellt? Ich so, keine Ahnung, ich habe keine Höhe eingestellt. Ja, das ist glaube ich 150 Meter. Und der Berg war im Weg. Und dann kam sie in die Richtung und dann hatte ich wieder Signal, habe Abbrechen gemacht und bin selbst zurückgeflogen. Und also dachte, sie kam von alleine so ein bisschen. Ja, sie kam allein zurück ein Stück. Aber es war ein schwarzes Bild, also ich hatte kein Signal. Ja. Muss auch mal sein.
Okay, ich konnte Anna dazu überreden, dass es erst morgen Pizza gibt, denn heute wird der frisch gefangene Fisch verwertet. Zwei Meerbrassen, wie gesagt, und wir machen dazu Bratkartoffeln. Das ist so der Plan. Die Sonne geht langsam unter. Ich hoffe, es wird nicht allzu frisch. Ich hoffe, die Mücken sind nicht so stark hier, weil ich könnte mir vorstellen, das könnte heute noch ein bisschen stören. Aber ja, deswegen machen wir jetzt Essen, beeilen uns und dann lassen wir uns das schmecken. Also, ran an die Buletten. Nee, an die Kartoffeln. Okay, Essen ist fertig soweit. Das sind die zwei Meerbrassen offensichtlich. Und die Kartoffeln, die ich gemacht habe, die sind schon fast leer, weil Madame etwas doll Hunger hatte. Hm? Ja. Die ist gerade noch auf Hornkneiferjagd. Die scheinen hier doch noch aus den Stühlen zu krabbeln. Ja, und nicht wenig. Nicht wenig? Mhm. Naja, zwei waren es bis jetzt. Drei. Ich habe gerade noch einen von dir weggeschnipst. Na gut. Aber bei mir kannst du lassen, mir stören die nicht so. Such lieber deinen Stuhl ab. Ja, und morgen habe ich deinen Stuhl und dann sind sie wieder auf mir drauf. Ja, das sage ich dir aber. Also ich esse jetzt. Du kannst ja noch ein bisschen suchen. Nee, ich esse mit. Morgen. Der Bäcker kam hupend an und ich bin schnell aufgestanden, um ein paar Brötchen zu ergattern. Ich hoffe, er ist noch nicht weg, weil der Platz ist deutlich leerer, wie gesagt. Es könnte sein, dass einfach kein anderer Brötchen will heute und er einfach wieder wegfährt. Deswegen beeile ich mich. Hoffentlich ist er noch da. Morgen. Ich habe zwei Baguettes. Ich habe leider nicht so eine große Auswahl. Das war diesmal ein anderer Bäcker. Mhm. Deswegen kam er auch nicht um 8, sondern erst um 9.30 Uhr. Eigentlich sympathisch. Ja. Ist auch gut. Ja, wir kommen mal nicht in Verlegenheit, Kuchen zu kaufen. Du sitzt schon wieder am Laptop hier, was machst du? Die Videos sind wir spielen. Cool, danke. Heute Schnitttag. Ja. Geht los. Okay, aber die Kulisse ist schön. Mhm. Da kann man nichts sagen. Okay, kurze Pause vom Videoschnitt. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Und Anna kann es kaum erwarten, wir holen jetzt endlich die Pizza, die sie gestern ja schon unbedingt wollte. Also die Pizza war unfassbar lecker. Wie gesagt, 5 Euro pro Stück, das war es allemal wert. Ihr habt auch den Ofen gesehen, es ist eine ganz witzige Konstruktion gewesen mit so Pellets. Die Pizza war richtig, richtig gut, also ohne Quatsch, die war echt der Wahnsinn. So, jetzt sind wir zurückgekommen und ja, hier hat sich ein bisschen was verändert, seitdem wir weg sind, sag ich mal. Und zwar steht da plötzlich ein Wohnwagen hinter uns und da hinten hat sich ein Bulli mal so vollkommen eingegraben. Die kriegen jetzt mal erstmal unsere Sandboards, würde ich sagen. Da kommt noch mehr Hilfe, glaube ich. Schieben, ja. Okay, nee, stopp! Also die mit dem Nissan Navara haben schon ihre Hilfe angeboten. Ich denke, das ist sinnvoller, als jetzt auch dreimal die Sandbots zu benutzen. Krax. Ja, perfekt. Naja, Sandbots haben wieder alles geregelt, sag ich mal. Das Krasse ist übrigens, dass der Bulli, dem wir gerade geholfen haben, einfach den Wohnwagen erst durchgezogen hat und auf dem Rückweg stecken geblieben ist. Keine Ahnung wie, aber es ist passiert. So Freunde, und damit das Video auch heute irgendwann nochmal zu Ende geht, war es das. Wir sind jetzt hier ungefähr noch einen Tag, denke ich. Das seht ihr dann alles im nächsten Video. Wie gesagt, es kommen auch noch ein paar Videos. Jetzt ist gerade hier ein
Vieh auf meiner Kamera gelandet, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag 18 Uhr wieder. Wir wünschen euch eine schöne Woche und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal hier zu abonnieren, auch wenn wir auf dem Rückweg sind, denn hier werden fleißig weiter pünktlich um 18 Uhr sonntags Videos kommen. Das können wir euch versprechen. Irgendwie kriegen wir das hin. Es ist auch nicht die letzte Reise. Es ist nämlich nur die erste Reise. Deswegen bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns zusätzlich noch zum Angucken dieses Videos hier unterstützen wollt, schaut gerne im Lange Reisen-Shop vorbei. Es gibt schwarze T-Shirts, es gibt grüne T-Shirts, es gibt mintfarbene T-Shirts, es gibt lange Reisenbesteck, also gerne vorbeischauen, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Ansonsten guckt doch mal bei Marcel auf Instagram vorbei, Beetle on Tour, wenn ihr sehen wollt, wie man so in einem Dachzelt auf eine Beetle leben kann. Es gibt nichts, was nicht geht und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wie gesagt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, haut rein, schönen Restsonntag, falls ihr pünktlich seid. Bis zum nächsten Mal.